Endlich wieder 13 Fragen. Gutes Format, gutes Thema. Ihr wisst ja, Fettshaming ist ein Thema, was uns alle interessiert, besonders mich. Ich bin absolut pro Hashtag Body Positivity, pro und Unbubble auch, vielleicht aber auch nicht. Also hier 13 Fragen. Da sind welche sind dafür und welche nicht. Hier sind die schon sortiert, ne? Weil die sind ja am Anfang immer irgendwo anders. Und dann sagt man, jetzt kommt die erste Frage, geht mal hierhin oder dahin. Ich will jetzt mal eine Vermutung anstellen. Also das Thema ist Body Positivity, toxischer Hype oder echtes Empowerment? Wenn ich mir die angucke, glaube ich. Ich glaube, hier ist Empowerment und hier ist toxisch, aber ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. 6 Monate bin ich jeden Hau Tag, fast raus. jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, bin geschwommen. Ich habe in 6 Monaten nur 5 Kilo abgenommen. Ja, aber immerhin etwas, ne? Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich Ja, aber bist du ja vielleicht auch nicht. einfach so sauer. Das habe ich. Lass mich bitte kurz aus. Also. Kommt auf die Sportart an, ne? Vielleicht kann sie schwimmen, aber rennen wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Also, vielleicht, du bist sportlich. Ich glaube, du bist sportlich. Geil. Aber das ist ein gutes Thema, weil die müssen ja immer nach vorne und nach hinten gehen, wenn die da zustimmen oder nicht zustimmen. Und manchen Leuten tut das vielleicht ganz gut, wenn die ein bisschen öfter mal Schritt nach vorne und zurück. Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit der Konfliktfrage. Schadet uns die aktuelle Body Positivity Bewegung? Wenn ihr sagt, ja, so wie die aktuell ausgerichtet ist, kann sie tatsächlich Schaden anrichten. Geht jetzt bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, Also die Fragen sind ja immer so, ja, kann. Alles kann, nichts muss, ne? Manchen Leuten hilft es vielleicht, manchen Leuten schadet es vielleicht. Vielleicht gibt es jemanden. Da ist auch was, also ich weiß nicht genau, auf welchem Feld sie ist, aber da war ja auch eine Frau dabei, der man ansieht, dass sie, ne, ein bisschen kleiner ist als die meisten anderen Leute. Und für solche Leute ist ja Body Positivity vielleicht eine ganz nette Sache, dass man denen sagt, so, ey, du kannst ja nichts dafür, lernst dich so zu lieben, wie du bist, lernst die schönen Seiten an dir zu finden und so, das ist ja eine coole Sache. Aber vielleicht gibt es auch jemanden, ne, der ist übergewichtig, will vielleicht erst was dran ändern. Ist auf einem guten Weg und dann sagt man dem irgendwann, ah, fuck it, ey, du bist doch so ganz cool, ey, lass doch und vielleicht kriegt er dann irgendeine Krankheit oder so, ne? Soll ja auch Ärzte geben, die sagen, dass das nicht so gesund ist, zu dick zu sein, aber naja. sagt, nee, die ist genau gut so, wie sie ist, die Bewegung. Der Naja, die ist nicht genau gut, so wie sie ist. Auf welches Feld muss geht jetzt ich? bitte aufs gelbe Feld. Ich bin auf dem Ich würde gelben euch jetzt Feld. gerne positionieren. Hier, ich bin da. Da, hier, ist mir egal, beides gut. Ja, habe ich richtig geraten, Liebe ne? dein Körper so, wie er ist. Dafür steht das weltweit millionenfach genutzte Hashtag Body Positivity. Also weg mit den Schönheitsidealen und dem Schlankheitswahn und her mit diversen Körperbildern auf Social Media, in der Werbung und auf Netflix. Aber ist es nicht gleichzeitig irgendwie gerade aktuell trendy, dass man, oder en vogue, dass man sich doch mehr wieder operieren lässt als früher? Und irgendwelche Präparate nimmt und so? Das ist wahrscheinlich aus anderen Themen, ne, aber. Klar, das ist doch super, da kann man ja gar nichts gegen haben, sagen die einen. Ja, sagen die anderen, aber seit diese Bewegung im Ja. Mainstream, also auch auf Social Media angekommen ist, verliert sie so langsam ihr Ziel aus den Augen. Nicht, wenn man fett ist, ja, weil ich meine, es gibt halt Dinge, die man ändern kann und Dinge, die man nicht ändern kann. Und Dinge, die man ändern kann, sind zum Beispiel, wenn man seinen Kiefer zu breit findet oder wenn man gerne andere Brüste hätte oder wenn man gerne noch eine Po-OP hätte oder so aufgespritzte Lippen oder sowas, ne? Das ist alles, das kann man alles easy ändern, aber so 5 Kilo abnehmen, das geht halt nicht. Deswegen muss man sich einfach so lieben, wie man ist, weil das ist ja was, du kannst ja nichts gegen machen, ne? Deswegen da musst du ein bisschen gucken, wo du akzeptierst, wie es ist und wo du änderst. Augen und kann dadurch auch Schaden anrichten. Ich bin mal gespannt, ob sich meine Gäste heute auf ein gemeinsames Ziel, auf einen Salva, GästInnen. Kompromiss einigen können. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Auf welcher Seite des Feldes würdet ihr stehen? Grün für ja, die aktuelle Form der Bewegung ist problematisch oder gelb? Nee, die ist genau gut so, wie sie ist. Ihr könntet das ja eigentlich bei 13 Fragen auch einführen, dass man dafür dann liken oder disliken kann.
dann könnt ihr ja auch sehen, wo die Leute sind. Aber die können auch Kommentare schreiben, das ist dann halt nur ein bisschen schwerer auszuwerten. Ne? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Daniel, okay, ich würde gerne mit dir anfangen. Du hast lange selbst unter dem gängigen Schönheitsideal gelitten. Wenn du magst, kannst du uns nochmal mitnehmen in deiner Zeit als Teenie. Das sind ja so die Jahre, wo gerade so ein Schönheitsideal einem nochmal am stärksten prägt. Wie war das für dich in der Zeit? War scheiße. Ja, also wie du schon gesagt hast, gerade die Teenagerzeit war dann schon sehr schwer, wenn ich irgendwie da zurückdenke. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich war mit 12, 13 das letzte Mal irgendwie in einem Schwimmbad. Man hat so seine Stars, die man irgendwie verfolgt, sei das im Sport, Musik oder so. Und überall wird halt nur dieses Bild von diesem, jetzt bei Männern, von diesem durchtrainierten, athletischen Mann irgendwie gezeigt. Und dann geht es natürlich über... Ja, vor allem bei Sportlern, ne? Ich fände das geiler, wenn auch mal so Langstreckenläufer oder Turner oder so einfach mal richtig dick wären. Das wäre vielleicht, da wäre noch lustiger anzusehen. ich nehme das zurück. Danke, Phil aus Berlin. 7 Monate. Also ich gucke zum Beispiel manchmal, wenn ich Sport gucke, WWE, da sind verschiedene Körpertypen vorhanden. Die sind meistens relativ groß. Aber Rey Mysterio auch nicht so. Ne, aber da gibt es auch welche, die richtig dick sind. Da gibt es welche, die trainiert sind. Gut, meinen Körpertypen gibt es da nicht so oft, aber ne, also da gibt es auch Rikishi. Sprüche in der Familie, über Mobbing in der Schule. Und dann rutscht man halt so nach und nach eben in dieses Ding rein, dass man sich halt wirklich versteckt. Ich habe den Weg zu Body Positivity tatsächlich über Social Media gefunden und wenn ich das früher... Aber war der nicht auf der Seite, dass Body Positivity nicht so geil ist? Jetzt ist er da und es ist ja irgendwie doch geil, oder? Oder will er das nur ein bisschen anders haben? Für mich entdeckt hätte. Danke sehr. Danke sehr, Shrimpipiler. Wäre ich sicher früher irgendwie aus diesem ganzen Trott rausgekommen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man darüber spricht und es immer wieder thematisiert und irgendwie für Sichtbarkeit sorgt. Gelb, es ist gut, wie es aktuell ist. Ach so, hä, dann war es andersrum. Ich habe falsch geraten, dann habe ich das missverstanden. Ja, die Bewegung, die Body Positivity Bewegung, die kommt ja ursprünglich aus der politischen Fat Acceptance Bewegung der 60er und 70er Jahre und fordert eigentlich die Sichtbarkeit aller marginalisierten Körper. Du persönlich störst dich daran, wie diese Bewegung sich entwickelt hat. Magst du das einmal erklären, warum? Ich störe mich einfach daran, weil diese Entwicklung einfach das Wort Body Positivity sehr, ein sehr überstrapazierter Begriff aktuell ist. Genauso wie Selbstliebe. Wie du sagst, es kommt aus dem Politischen, aber es verwässert sich immer mehr. Also es wird immer kommerzieller. Es passiert, dass Firmen unter dem Deckmantel der Body Positivity... Wir können ja noch mitlesen. Die Grundidee der Body Positivity Bewegung war, Akzeptanz und Raum für diejenigen Körper zu schaffen, die von der Gesellschaft als nicht schön und oder nicht gesund erachtet werden und dadurch systematisch diskriminiert werden. Hier werden ja wieder Sachen vermischt, ne? Also erstmal die Gesellschaft, da gibt es ja ne, verschiedene Akteure. Ist ja nicht die Gesellschaft, als wäre das irgendwie ein Wesen, was sagt, der ist gut und der nicht. Aber gesund? Also wenn dein Arzt dir sagt, das ist nicht gesund, ist es dann die Gesellschaft, die das als ungesund erachtet? Die Gesellschaft der Ärzte, die sagt, ist nicht gesund, 150 Kilo zu wiegen? Weiß nicht. Man kann ja sagen, sind keine schlechten Menschen, aber man kann denen ja nicht erzählen, dass das gesund ist, das ist da fahrlässig. Also da kann ich ja auch irgendwie eine Smoke-Positivity-Bewegung machen und sagen, jeden Tag 2 Schachteln rauchen. Auch wenn der Arzt dir sagt, dass es nicht gut ist, das ist eigentlich doch gut. Die Gesellschaft. Schöne Frauen zeigen, also die vielleicht eine 42er Konfektion haben und ein bisschen Röhrchen haben. Und das ist eigentlich genug. Diese Diversität, von der alle sprechen, die gibt es gar nicht. Also ich finde es problematisch, wenn normschöne, weiße, schlanke Frauen... Also die sind hier nicht dick genug. Da sind jetzt Frauen auf dem Werbeplakat, die haben 5 Kilo mehr und ein kleines Röllchen, aber die haben nicht 100 Kilo mehr. Ne? Also das ist eigentlich verlogen. So fett sind die noch nicht. Die müssen noch dicker werden. InfluencerInnen mit einer hohen Reichweite diesen Hashtag Body Positivity als Trend für sich benutzen und diese Bewegung total... Ja, aber die wiegen, also unter einem BMI von 30 sollte man den auch nicht benutzen dürfen. Ne? Das ist ja lächerlich. Da stehen da irgendwelche Mädchen mit ein bisschen Bauch und wollen sagen, hier guck mal... Ich habe ein bisschen, nee, das muss so ein Bauch muss das sein, ne? Es nimmt Sichtbarkeit von Menschen wie mir weg oder auch anderen, die unbedingt gesehen werden sollten. Du musst dir vorstellen, es wird Mode. Okay, das ist mein Platz! Wieso setzt sich jemand, der ein bisschen übergewichtig ist, auf den doppelt so breiten Sitzplatz? Wo soll denn dann ich hin? Na ja, gut.
Okay. Angeboten. Du findest dich gar nicht in den Katalogen wieder. Es ist eine 42er, 44er Konfektion und ich mit meiner 54 darf mir vorstellen, wie es an mir aussieht. Es gibt so ultra viele Leute in deiner Kleidergröße. Es gibt überall welche, aber diese Firmen, ne, die wollen euch einfach keine Kleidung verkaufen. Die machen das, um euch zu ärgern. Es gibt eigentlich eine Kundschaft, die ist sowas von gigantisch. Aber irgendwie, man will nicht, ne? Man verzichtet auf den ganzen Gewinn, nur um euch zu ärgern. Schön wat lecker röchen. Eins Imp ist ins bestens Being of the World. Das ist richtig, danke sehr, hi man. Hier wird gerade im Chat gesagt, Übergewicht wird in Deutschland zu einem immer häufiger auftretenden Problem. Problem? Hallo? Erstens mal, ja? Das heißt nicht übergewichtig, weil das würde ja davon ausgehen, dass es ein gesundes Spektrum gibt und das ist da drüber. Das ist aber Quatsch. Ja? Die sind nicht übergewichtig, die sind mehrgewichtig oder hochgewichtig. Und dass 59% der Männer und 37% der Frauen übergewichtig sind, die sind nicht zu dick, die sind nur dick. Ne? Das zu bitte rausschreiben, wenn du das nochmal schreibst. Die sind nicht zu dick. Mm-mm. Männer nehmen mit dem Alter besonders viel zu. Am Ende ihres Berufslebens sind 74% übergewichtig. Bei Frauen im gleichen Alter sind es 56. Ja, aber am Ende ihres Berufslebens sind die ja auch schon ordentlich alt. Ne? Dann ist ja auch egal. Dann können die ja auch. Aber ich finde es nicht richtig. Ich finde, die Gesellschaft muss noch dicker werden. Wir gucken uns sonst schon eine ganze Menge bei Amerika ab. Das können wir uns ruhig auch noch abgucken, ne? Wie wollen wir denn hier, also welche Gesellschaft wollen wir denn hier darstellen? Sollen wir aussehen wie irgendwie Leute in Japan oder so? Das ist ja Quatsch. Wenn, dann müssen wir aussehen wie Amerikaner, schön mit 300 Kilo mit zum Scooter fahren. Hoffentlich wird es lustig. Könnte eine Ablenkung gebrauchen. Danke sehr, Philinos. Aber du bist jetzt nicht da wegen Übergewicht, ne? Weil das wäre dann ja jetzt ein doofes Thema. Aber danke sehr für dein Prime. Politischen Fat Acceptance Bewegung der 60er und 70er Jahre und fordert eigentlich die Sichtbarkeit aller marginalisierten Körper. Du persönlich störst dich daran, wie diese Bewegung sich entwickelt hat. Magst du das? Ich will auch, dass alle Körper sichtbar sind. Es sollte keiner unsichtbar sein. Also einmal erklären, warum? Ich stelle mich einfach daran, weil diese Aber also ich kann dir versichern, du bist schon ganz gut sichtbar, ne? Ich habe ihren Namen jetzt wieder vergessen, aber also unsichtbar würde ich sie jetzt nicht nennen. Entwicklung, einfach das Wort Body Positivity, ist ein sehr überstrapazierter Begriff aktuell ist. Genauso wie Selbstliebe. Wie du sagst, es kommt aus dem Politischen, aber es verwässert sich immer mehr. Also es wird immer kommerzieller. Es passiert, dass Firmen unter dem Deckmantel der Body... Ja, aber es wird alles kommerziell, was irgendwie im Mainstream ankommt. Sobald etwas eine gewisse Reichweite erreicht, wird es irgendwelche Leute geben, die es kommerzialisieren wollen. Nur Imp alleine ist er der Allerbeste. Danke sehr, Ginger Viking, das ist richtig. Aber, also, ja, es wird kommerzialisiert, weil es jetzt halt, ihr macht gerade eine Fernsehsendung darüber. Ist ein, größeres Thema. Deswegen könnte das ja sein, dass es deswegen, eine Menge Firmen gibt, die da ein bisschen dran mitverdienen wollen, wie das halt immer passiert. Positivity, enorm schöne Frauen zeigen, also die vielleicht eine 42er Konfektion haben und ein bisschen Röllchen haben. Und das ist eigentlich genug, diese Diversität, von der alle sprechen, die gibt es gar nicht. Also ich finde es problematisch, wenn enorm schöne weiße, schlanke... Tanja Marfo heißt sie. Ist eine Modeunternehmerin und Bloggerin. Okay. Und eine Influencerin, aber das sind ja alle. Frauen, InfluencerInnen mit einer hohen Reichweite, diesen Hashtag Body Positivity als Trend für sich benutzen und diese Bewegung total verwässern. Es nimmt Sichtbarkeit von Menschen wie mir. Ja, das ist ekelhaft, wenn das verwässert wird. Das muss schön vollgezuckert sein, ne? Also Wasser schmeckt halt nicht. Kann man das nicht wenigstens verkolern oder so oder verpepsien? Dann würde ich da mitgehen, ne? Aber so. Bäh, Alter, verwässern, ekelhaft. Weg oder auch anderen, die unbedingt gesehen werden sollten. Du musst dir vorstellen, es wird Mode angeboten, du findest dich gar nicht in den Katalogen wieder. Es ist eine 42er, 44er Konfektion. Ja, und dann sollst du dir vielleicht Gedanken darüber machen, dass das, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Aber du kannst doch sagen, hä? Ich muss mich nicht an die Welt anpassen, andersrum. Ne? Und ich mit meiner 54 darf mir vorstellen, wie es an... 54? Ich kenne mich nicht mit Klamottengrößen aus, deswegen weiß ich nicht, welche Größe das ist, aber es ist wahrscheinlich viel, ne? Mir aussieht, also eigentlich würde es keine körperliche Diversität im Influencer auf Social Media geben, wenn es uns Plus-Size-Influencer nicht geben würde. Was? Es würde... Hä?
Es würde keine Diversität auf Social Media geben, wenn es euch nicht gäbe? 54 darf mir vorstellen, wie es an mir aussieht. Also eigentlich würde es keine körperliche Diversität im Influencer auf Social Media geben, wenn es uns Plus-Size-Influencer nicht geben würde. Es ist doch Bullshit. Es gäbe keine körperliche Diversität, wenn da nicht manche doppelt so dick wären wie die anderen. Also körperliche Diversität hat ja auch noch ein bisschen andere Faktoren als nur sehr dick sein, oder? Also, naja. Wir waren es, wir Dicken. Ihr alle, ja, die nicht dick sind und die irgendwie anders von der Norm abweichen. Ihr könnt euch alle mal bei uns bedanken. Ja, dafür, dass wir so dick sind. Eva, du hast Anfang des Jahres einen Shitstorm bekommen auf Social Media, weil du als normschöne und schlanke Person mit einem Bikini-Post für mehr Selbstliebe geworben hast. Das war, glaube ich... Ja, und das ist ja eine Unverschämtheit. Frechheit. Du hättest dich einmal bedanken können bei hier Tanja oder wie sie hieß. Nach deiner Schwangerschaft, ne? Und da hast du dazu geschrieben, ich bin momentan noch nicht in Shape, aber jeder sollte mit seinem Körper so glücklich sein, wie er ist. Ja, und das ist ja eine Frechheit. Wie kannst du denn sowas behaupten? Ist ja ekelhaft. Kannst du mittlerweile nachvollziehen, warum sich so viele Leute daran gestört haben, an diesem Posting von dir? Ich kann das. Ja, weil die noch dicker sind als ich. Auf einer Seite auf jeden Fall verstehen, warum manche sich damit vielleicht auch, ja, nicht identifizieren konnten oder sich angegriffen gefühlt haben. Aber egal, ob man mehr Gewicht hat oder weniger Gewicht hat oder vielleicht das ein oder andere Speckröllchen, bei mir ist es halt so, dass es mir wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Also ja, in seiner eigenen Haut. Und solange das auch gesund ist. Aber das finde ich ganz schön frech. Ist halt alles noch völlig in Ordnung. Ich finde einfach. Gesund, also. Aber die hat ja gerade gesagt, sie haben ja gerade gesagt, sie hat einen Shitstorm dafür bekommen, dass sie Selbstliebe und bla bla gesagt hat. Ich habe sonst gelernt, wenn Trolle da sind und die sagen dir, dass du irgendwie ein Blödmann bist, ne, das zeigt eigentlich nur, dass die mit sich selber sehr unzufrieden sind. Das ist hier vielleicht auch einfach so. Vielleicht sind die Leute, die ihr geschrieben haben, dass sie das nicht machen soll, die ihren Shitstorm gemacht haben, einfach mit sich selber sehr unzufrieden. Oder? Also sonst gilt das ja auch. Vielleicht gilt das ja auch hier. Solange das auch gesund ist, finde ich das halt alles noch völlig in Ordnung. Ich finde einfach, dass... Aber wenn es nicht mehr gesund ist, bäh, finde ich nicht mehr in Ordnung. Weg damit. Body Positivity, ne? Alle Menschen anspricht und jeder diesen Hashtag Body Positivity nutzen kann, weil ich selbst erlebe, ja, ich auf Instagram so, und das tagtäglich, wie ich für mein Äußeres zum Beispiel kritisiert werde, wofür ich überhaupt gar nichts kann, was zum Beispiel meine Nase angeht. Ich habe kreisrunden Haarausfall. Auch da verlieren viele Menschen ihr Selbstwertgefühl. Aber auch das sieht man mir im ersten Augenblick nicht an. Ja, aber das... Also, ne, kannst du ja dann nicht einfach das Wort claimen, Selbstliebe oder Body Positivity, das haben schon die Dicken reserviert. Ne? Also jetzt mit deiner Nase und deinem Haarausfall, nee, also das ist ja frech. Jetzt will die da auch einfach sagen, dass sie an ihrem Körper Sachen hat, die von der Norm abweichen und dass sie sich trotzdem mag. Also so weit kommt's noch, oder? Es geht hier um mich! Ich finde, wir brauchen noch ein Ministerium dafür. So ein Fetti-Ministerium. Wo man dann, oder so ein Amt oder so, wo man dann hingehen kann und dann kann man sich so ein, weiß nicht, das in sein Perso eintragen lassen, dass man sehr dick ist und den kann man dann hochladen bei Social Media und dann darf man auch Hashtag Body Positivity nehmen, der wird dann freigeschaltet, aber da muss man erstmal ein Perso-Foto an Instagram schicken und an Facebook und so und diese ganzen Firmen, ne, oder YouTube, Twitter und so. Muss man dann halt ein Foto von seinem Perso schicken, wo drin steht BMI 35 oder so. Und dann schaltest du so verschiedene Stufen frei, welche Hashtags du benutzen darfst. Und ich habe gerade genau an die gleichen Minister gedacht, die der Rollo hier gerade in den Chat geschrieben hat. Also in der aktuellen Ampel würde ich Ricarda Lang vorschlagen als Ministerin dafür. Und wenn die CDU wieder an die Macht kommt, dann könnte auch Peter Altmaier das, glaube ich, ganz gut übernehmen. Und man muss ja auch ein Vorbild haben, ne? Ich meine, die können ja nicht, es kann ja nicht wahr sein, dass da irgendwie, da kommst du daher mit deinem BMI 40 und dann hat der Minister nur 30 oder so. Das ist ja unglaubwürdig, ne? Der Minister muss schon immer noch dicker sein als der Durchschnitt der Leute, die da hingeht. Und ich glaube, Ricarda schafft das ganz gut. Ich glaube, die kann ihre Figur halten. Im Gegensatz zu... Ich mach den Witz besser nicht. Könnte, warum ich heute hier bin. Und kannst du aber nachvollziehen, was Tanja gerade gesagt hat? Jein. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass eben sehr, sehr viel eigentlich dafür gemacht wird, wenn man größere Größen trägt. Vor allem bei Frauen. Größere Größen. Guck mal, wie die alle jetzt
wie die alle durchs Minenfeld gehen und sagen, na, größere Größen, so wie, ne, wenn jemand so 2 Meter groß ist oder 1,50 groß und halt sehr, sehr dick, aber beide größere Größen. Ja, und bei Männern finde ich es halt tatsächlich noch einen Schritt schwieriger. Ich meine, was das angeht, gab es ja noch nie super viele Labels, die Plus-Size-Größen produziert haben. Aber bei Frauen finde ich, dass sich das einfach, dass das immer... Ja klar, da sind dann meistens immer so Witze drauf gedruckt. Es gibt eine Menge T-Shirts, die in 5XL oder so sind, aber da steht dann irgendein Joke, sowas wie Waschbrettbauch und das Brett ist dann durchgestrichen oder steht da Waschbärbauch oder so, ne? Solche lustigen Sachen. Ich bin nicht dick, ich bin nur irgendwas anderes oder sexuelle Schwungmasse oder irgendwie so. Hier. Ich kann man einfach mal googeln, da gibt es bestimmt eine ganze Menge hier. Ja, also, ne? Ich glaube, ich schreibe da noch, jetzt wird mir hier Boba Fett vorgeschlagen, aber ne, hier so, da, sowas halt, ne? Hier, sorry, I can't go out tonight, I'm busy being fat. Na? Und dann wird das hier von jemandem getragen, der gar nicht fett ist. Naja, laut Physikbuch dehnen sich alle heißen Körper aus. Ich bin also nicht fett, sondern heiß. Ja, also es sind sehr, sehr lustige, ne? Früher war alles leichter. Ich zum Beispiel. Das hat jetzt nichts mit Fettsein zu tun, aber klar habe ich zugenommen. Ich wog mal 3500 Gramm. Das ist kein dicker Bauch, das ist ein Feinkostgewölbe. Ich kann mir schon gut vorstellen, welche Leute sich das anziehen. Uff, danke Kater. Ich bin nicht dick, meine Schönheit braucht Platz. Okay, ich habe mich gewogen, ich bin zu klein. Ich glaube, diese T-Shirts, die kriegst du auch alle in deiner Größe, ne? Also. Mehr im Kommen ist. Da hatte ich sofort eine Gegenfrage. Was ist denn die aktuelle Situation? Werden wir dünner in Deutschland oder? Knosper sagt Yikes. Danke sehr. Yikes. Einfach der 42. Monat. 42. Danke sehr. Ich musste gerade an so eine Firma denken. Ich gucke mal, ob man das hier findet. Es gab so Klamotten von einer Firma. Da gibt es auch ein paar Streamer, die sie bestimmt irgendwie Witz-T-Shirts, oder? Man kann hier bestimmt, wonach suchst du lustig? Es gibt da so eine Firma, Amp heißt die. Die heißt fast so wie ich. Die haben, glaube ich, auch so T-Shirts. Oder? Lustige Shirts. Hier. Ideal für Weihnachten. Sprüche. Da ist doch garantiert was dabei. Hier ist doch schon direkt Kategorie Food. Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur später. Ne, ist halt sehr, sehr lustig alles. Ah ja, hier. Da ist das Feinkostgewölbe. Rinderfilet krümelt nicht. Auftragsgriller. Das ist alles schon sehr lustig, ne? Na gut. Chocolate is cheaper than therapy. Auf lange Sicht, naja. Okay, also hier geht es viel gar nicht darum, dass man dick ist, sondern nur, dass man gerne isst. Das hat ein bisschen, ich wurde positiv auf Hunger getestet. Alter, ist das witzig. Ne, also ich würde aber schon davon ausgehen, dass du die in Größe 7XL immer noch bekommst. Dicker. Und welche Debatte müssen wir eigentlich führen? Was für ein Beispiel ist es, wenn junge Mädchen sich das ansehen und denken, okay, wenn Eva schon mit sich hadert und sich nicht gut fühlt, wie ist das denn bei mir? Ich habe viel mehr und wie soll ich mich fühlen? Ist ja auch ein Problem, wie man die Welt sieht. Vielleicht kann man ja auch sagen, ey, ich bin mit meinem Körper nicht unzufrieden. Ist es vielleicht irgendwie ungesund, dass ich Selbstzweifel und so weiter habe? Und dann sieht man aber Eva und sagt, ey, viele Menschen haben Selbstzweifel. Vielleicht ist das okay, dass man
mal an sich selber zweifelt. Aber ja, okay. Also ich erinnere mich ein bisschen an, hier, wo ist das? Das, genau das gleiche Gespräch gab es schon mal bei denen hier, bei Karakaya. Bei Karakaya Talk über Body Positivity. Wo haben wir sie? Hier, Body Positivity nur für Dicke. Ist es? Ja, nee, ich kann ein Interview mit dir machen. Und irgendwo hat sie gesagt, es könnte sein, dass es privat das hier ist. Und wenn du zum Beispiel... Ah, ja, ja, ich habe sogar kommentiert und mit einem Timecode. Alter, ich habe einfach selber meinen Lieblingstimecode reingepostet. Passt auf. Karakaya Talk. Wann war das? Vor 2 Jahren? War damals Funk, jetzt nicht mehr. Ja, das ist ein Anfang. Das Passt Privat auf. Ist politisch und das Politische ist privat. Und wenn du zum Beispiel, selbst wenn du nur über deinen Körper sprichst und du sagst, ja, aber ich rede über meinen Körper, das ist eine Reflexion, wie du meinen Körper siehst. Wenn du sagst, ich muss abnehmen, ich kann nicht ein Bikini tragen und ich habe einfach mal, ich bin doppelt so groß wie du, dann... Groß. Ich bin doppelt so groß wie du. Na, wahrscheinlich 3,60 Meter groß. Heißt das, ich darf das schon recht nicht machen? Aber was ist, wenn ich es für mich selber so sehe? Wenn ich einfach nur für mich selber sage, so ich finde, also würde ich jetzt nicht machen, aber nur vom Prinzip her, ja, noch ein Kilo weniger und dann kann ich mein Bikini tragen, aber nur für mich selber. So, aber wenn du den trägst, denke ich mir, also gib mir so Latte. Dann würde ich dir sagen, das sind ganz toxische Gedankenmuster, die du sofort ablegen solltest, weil die gegen deinen Körper gehen. Ja, okay, du aber ich meine, ein Bikini-Body ist, du hast einen Körper, du hast ein Bikini, fertig ist die Maus. So, ja, ja, so. Pass mal auf, ja? Wenn du deinen eigenen Körper kommentierst, kommentierst du nämlich eigentlich meinen Körper. Die Welt dreht sich um mich. Denn Sachen mit mehr Masse haben Anziehungskraft. Das ist ja, ne, der Mond dreht sich ja auch um die Erde, weil, ne? Deswegen, du bist hier der Mondfräulein, ja? Ich bin die Erde. Ich bin nämlich doppelt so groß wie du, ja? Und wenn du jetzt über dich selber sagst, du möchtest gerne anders sein, das heißt, dass ich anders sein muss und da, wo, ne. Ey, nein. Ne? Die Welt dreht sich um mich. Ja, diese Aussage, wie du deinen Körper siehst, das ist eine Reflexion, wie du meinen Körper siehst. Nicht 300 Kilo wiegen wollen sind toxische Gedankenmuster, die gegen deinen Körper gehen. Wenn ich das sehe. Darf ich dich unterbrechen? Klar. Ja, darf ich dich unterbrechen? Du laberst Scheiße. Genau, das ist auch mein Punkt, weil ich finde, es gibt viele, viele andere Influencer da draußen, die das Ideal zeigen wollen, ne? Die jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, die jeden Tag ihr perfektes Leben zeigen. Und das sehe ich. Und genau das ist nämlich das, was ich nicht möchte, was ich zum Beispiel mit meinen Followern nicht teile, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ja, es gibt eine, die hat gesagt, sie hat eine 70-Tage-Challenge gemacht und hat aber dann Videos und Fotos hochgeladen, wo man hier sehen konnte, dass Fett abgesaugt wurde. Und genau dagegen stelle ich mich eigentlich. Weil egal, okay, wie gesagt... Ob ja, die finde ich so ganz sympathisch bisher, aber ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht auch... Das kann man ja nie wissen. Das ist aktuell immer ein bisschen gefährlich. Ne? Da siehst du so eine Person zum ersten Mal und denkst, naja, kommt ja ganz sympathisch rüber und im nächsten Moment hat die dann irgendwie, keine Ahnung was, irgendeine politische Gruppe unterstützt oder so. Man denkt, oh, okay. Aber bisher, ne? Keine Ahnung, ich kenne die jetzt nicht. Bisher wirkt es okay, was sie gesagt hat. Ne? Mehr Kilos hat oder einfach nur nicht in Shape, es ist das schon das Gleiche. Weißt du, was ich dir sagen möchte? Also man muss sich halt wohlfühlen, auch ich. Und ich finde, die ist doch in einem Shape, in einem sehr großen Shape halt. Der Ideale, die halt gezeigt werden, finde ich ja halt auch grausam. Aber du entsprichst doch diesem Ideal. Ich sehe deine Fotos, ich folge dir auf Instagram und ich sehe die Fotos und ich sehe wunderschöne, perfekte Fotos. Ich sehe keinen, vielleicht bist du dann mal... Alter, hast du gerade ihren Körper kommentiert? Ich sehe eine sehr gebildete, charakterstarke, lustige Frau. Ja, wie die aussieht, das will ich jetzt mich nicht so äußern. Das macht man nämlich nicht. Mal ein bisschen edgy, weil du dann dich vielleicht ungeschminkt zeigst oder so. Ich liebe aber, es ungeschminkt. Ja, ja, ich mach das ja auch. Aber weißt du, ich liebe es ungeschminkt zu sein. Ja gut, das macht einiges einfacher, oder? Ich glaube, das Problem ist halt, dass wir so viel verwechseln, was Diversität, Gesundheit angeht, Mehrgewicht, Plus heißt, es gibt da so... Mehrgewicht. Weil das ist nämlich nicht drüber, wie ich eben gesagt, ich habe Vokabeln gelernt, ne? Ich kenne mich aus in dem Thema. Wie viele Vermischungen, die eigentlich aufgedröselt werden müssten. Und ich finde, man muss auch dann seiner Verantwortung auch irgendwann bewusst sein. Ich spreche jetzt für alle Influencer, ob es jetzt mehrgewichtig ist oder normschön, in Anführungsstrichen. Einfach um zu wissen, wie viel Druck alle sich machen. Alle. Mhm. Ja, also
Du brauchst dich auch nicht melden, du kannst ruhig einfach loslegen. Ja, also ich würde dazu sagen, ich finde es interessant, dass du ihr folgst und das ist ja auch cool. Ich will da gar nichts dagegen haben. Aber ich finde, wir haben ja auch alle eine Eigenverantwortung und wir entscheiden, wem wir folgen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich total darauf achte, wem folge ich. Bei mir ist es so, alle, die mir folgen, sind richtig cool und alle, die das nicht machen, sind Arschlöcher. Also vielleicht Leute, die mich nicht kannten, die können ja nichts dafür. Aber besonders die Leute, die mir mal gefolgt sind und die mir jetzt nicht mehr folgen, das sind die Schlimmsten. Ne? Die können alle weg. Das sind richtig, richtig miese, blöde Arschlöcher. Aber also ihr seid ja jetzt wahrscheinlich nicht gemeint, ne? Also will ich ja hoffen. Da unten ist ein Button, da könnt ihr drücken, dann mag ich euch. Sonst nicht. Alle, die mir nicht folgen, sind halt einfach Wichser, ne? Welche Role Models präsentiere ich? Wen zeige ich in meinen Stories? Und ich versuche darauf zu achten, total unterschiedliche Körper zu zeigen, unterschiedliche, was ist schön, ja? Und das schon seit einer langen Zeit. Der Hashtag Body Positivity ist für alle da, weil ich glaube... Eine Schauspielerin ist die? Ich kenne die gar nicht. Kennt ihr die? Ich wundere mich immer, wenn man im Fernsehen so oder in so Sendungen so Leute sieht und dann wird gesagt, die sind irgendwie... Schauspieler oder Musiker oder irgendwas und man kennt die aber nicht und hat die noch nie gesehen. Aber ist hier jemand, der sie schon mal gesehen hat in irgendeiner Sendung oder so, in irgendeinem Film, Serie, irgendwas? Also die haben auch bei Dings manchmal, bei was war das, bei diesem Kanzlerduell, es gab doch so YouTuber, die Kanzlerkandidaten interviewt haben. Wir haben bloß ein ausgeschmissenes Geld irgendwie. Da wurde Geld ausgeschmissen. Danke sehr. Wulpsi Turner, danke. Drei verschenkte Subs, geil. Da gab es auch irgendwie so YouTuber, die irgendwie über 1 Million Abonnenten hatten. Und man denkt dann ja, das ist ja, wenn die Deutsch sprechen, ist das ja, ne, 1% der Leute haben die abonniert. Aber man kennt die gar nicht. Das ist immer ein bisschen seltsam. Aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwie, vielleicht auch am Theater kann ja sein. Dass er sehr allgemein ist. Also wir können nicht einfach, wenn wir zum Beispiel eine schlanke Person sehen, die diesen nutzt, wissen wir nicht, wir kennen ihre Geschichte nicht. Und ja. Ich finde es ganz schwierig, überhaupt grundsätzlich zu urteilen. Und ich denke, was Positives mit dem Körper zu verbinden, ist erstmal eine gute Ausgangsstellung. Und da denke ich, da sollen alle mit eingeschlossen werden. Ja. Da stimme ich allem zu. Das fand ich gut, die Aussage. Also die ist auch sympathisch, finde ich. Das war cool. Es gibt ja auch Leute, die haben Behinderungen und man weiß das gar nicht. Ne? Also man hat so ein Bild von Behinderung wie, das sind Leute, die irgendwie im Rollstuhl sitzen oder die blind sind oder so und das sieht man dann recht schnell. Aber es gibt ja auch Sachen, die du irgendwie im Körper drin hast und das weiß ja nicht direkt jeder. Ne? Also das ist auch mal ein bisschen komisch. Dann sagt jemand, ey, ich struggle mit meinem Körper oder mit irgendwas was an mir und ich lerne mich selbst zu lieben und dann sagt man, mit welchem Recht machst du das? Es geht hier um uns, es geht hier um uns Dickies. Ne, ist ja Quatsch, weil es gibt ja so vielfältige Gründe. Vielleicht hat jemand auch irgendwie eine Verbrennung oder so und fühlt sich damit irgendwie schlecht oder irgendwelche Narben oder so, ne? Und siehst ja gar nicht durch das T-Shirt. Vielleicht denkst du so beim ersten Blick, dass hier, wie hieß sie, Eva oder so, wunderhübsch ist, aber sie hat vielleicht auch an ihrem Körper irgendwelche Stellen, die du nicht kennst, die mit denen sie nicht zufrieden ist oder so. Kann ja alles sein, ne? Ja, es gibt die toxische Seite, da gibt es auch Sachen, wo ich mit dir übereinstimme. Aber diese positive Entwicklung kann man ja nicht verneinen, die es gibt. Also, dass es immer mehr, sage ich jetzt mal, Zugang gibt für alle Menschen. Also ich glaube, das können wir alle, wenn wir in unsere Kindheit gucken, ich habe da auch ähnliche Erfahrungen gemacht, da war das... ganz, ganz anders. Es waren ganz andere Role Models und jetzt gibt es halt Leute wie Lizzo, die mich total inspirieren und wo ich so sage, ja Mann, wer ist das? Du bist einfach super sexy. Wer ist denn Lizzo? Lizzo ist super sexy, aber wer ist das? Schreibt man das Lizzo mit Doppel-Z, ne? Oh, das ist Lizzo. Und wow, okay, also ja, also was sexy ist, ist ja Geschmackssache, ne? Also, ja. Aber ich werde sie ja wahrscheinlich eh nie treffen, deswegen kann mir ja egal sein, ob die sexy ist. Ne? Ist ja von mir aus. Ist eine starke, tolle Frau, ja. Man muss ja auch stark sein, wenn man 150 Kilo mit sich rumschleppt. Ich nehme das zurück. Jade hat es gerade erklärt übrigens mit dem Mehrgewicht und so. Er hat gesagt, Übergewicht hieß nämlich über dem Durchschnitt, aber Mehrgewicht heißt mehr als der Durchschnitt.
ist viel besser, oder? Das sagt was ganz anderes aus. Das ist jetzt plötzlich voll in Ordnung. Und das feiere ich mega. Lizzo for the win. Lizzo for the win, yes! Genau, wir kennen uns ja nicht. Also generell ist mein Instagram sehr divers. Und ich versuche halt auch... Mein Instagram ist auch sehr divers. Wir werden alle dazu auf Instagram erzogen, in unseren Bubbles zu bleiben. Und ich versuche das total zu durchbrechen, weil ich das überhaupt nicht möchte. Also ich möchte nicht nur... Ja, bist ja ein richtiger Rebell. Kannst mir ja mal folgen. Wahrscheinlich folgst du noch keinem aus meiner Bubble. Unten ist Instagram verlinkt, folg mal rein. Tanja. Das heißt Mädels folgen oder das heißt Männer oder was auch immer. Ich möchte so divers wie möglich sein und so viel auch für mich mitnehmen und lernen. Janina, ganz kurz, du hast dich noch nicht bewegt, nicht nach vorne und nicht nach hinten. Warum? Weil ich immer keinen Bock gehabt. Die ganze Zeit dazwischen schwank. Also natürlich stimme ich einigen Aspekten dazu. Und vielleicht ist man du hast dich noch nicht bewegt, rechtfertige dich. Warum stehst du denn da einfach? Beweg dich doch mal hier. Das Sendekonzept! Ich bin auch irritiert, warum ausgerechnet ich als behinderte Person gegen die Body-Positivity-Bewegung in dem Sinne bin, aber muss zum Beispiel meinen Standpunkt verstehen, dass ich in der Body-Positivity-Bewegung als behinderte Frau mich absolut gar nicht repräsentiert fühle. Ich bin heute hier, weil mir dieses Thema persönlich eine Herzensangelegenheit ist. Weil diese blöden, die blöden Klöpse, ne, weil die mir einfach das Hashtag wegnehmen, ja? Deswegen bin ich nicht zufrieden. Die Dicke da, die kann ja einfach ein bisschen, ne? Und ich klar machen möchte, dass Diversität eben auch bedeutet, dass behinderte Menschen mit in den Prozess eingebunden werden. Und das sage ich nicht nur als kleinwüchsige Person, sondern ich spreche für alle Menschen mit Behinderungen. Und ich weiß, dass die Modewelt zum Beispiel uns seit Jahren ignoriert und sagt, wir sind zu wenige. Aber wir sind eben nicht zu wenige, wir sind sehr viele. Naja gut, aber also das ist ja echt einfach Marktwirtschaft. Wenn die Modewelt sagt, ey, ihr seid nur so ein paar Leute, da können wir nicht auf Masse produzieren, dann ist das vielleicht, da liegt ja das Problem. Und wenn mir jetzt hier noch einer in den Chat schreibt, ja, Fette fressen mehr und brauchen mehr Platz, mehr Sprit, Stoff und Ressourcen, das ist ganz unverschämt, ja. Ressourcen sind ohne Ende da, jetzt hör auf, das irgendwie zu kritisieren. Verschwendung ist eine geile Sache. Also bei dieser Frage der Sichtbarkeit, vielleicht lass uns noch mal kurz dabei bleiben und auch bei dieser Frage, die wir gerade aufgemacht haben, Hashtag Body Positivity, wer sollte den Hashtag nutzen, wer sollte ihn vielleicht nicht nutzen und warum? Janina, sollte ich den nutzen? Chat? Also sollte ich bei meinem nächsten Instagram-Post den Hashtag mit reinnehmen oder soll ich es lieber lassen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher jetzt. Weiß ich nicht. Nein, soll ich nicht machen? Der nächste sagt ja. Ja, dann vielleicht würfel ich dann einfach oder werf eine Münze oder so. Nochmal die Frage an dich. Wie findest du es denn dann mit diesem Standpunkt, den du ja gerade geäußert hast, dass zum Beispiel jemand wie Eva den Hashtag benutzt? Ist das deiner Meinung nach okay? Und wenn ich finde, die sollte sich dafür eine Lizenz holen. Eine Hashtag-Lizenz. Und ich finde das nicht okay, dass sie ein Foto gepostet hat mit einem falschen Hashtag. Darüber kann ich mich richtig aufregen. Das ist scheiße, dass sie das macht. Nicht wäre dann die Konsequenz, dass es zum Beispiel besser wäre, wenn sie für die Sichtbarkeit von zum Beispiel kleinwüchsigen Personen sorgen würde, indem sie die Accounts teilt oder die übersieht man nämlich vielleicht auch echt mal im Gegensatz zu 200 Kilo Menschen. Post teilt, ne? Was wäre da quasi deine Forderung? Also ich glaube, niemand kann grundsätzlich einen Hashtag claimen und sagen, der gehört nur uns, den dürfen nur wir benutzen. Ja. Das nicht, sondern gerade wenn Eva auch eine riesen Reichweite hat, ist es ja toll, wenn sie einen Hashtag benutzt, um mit ihrem Account, mit ihrer Followeranzahl auch das Thema publik zu machen. Aber sie muss halt trotzdem sich überlegen, okay, wenn ich mich jetzt als doch sehr ästhetische, wunderschöne junge Frau präsentiere, was ist dann eigentlich die Aussage für die Bodypost? Jetzt, warum müssen alle extra betonen, wie hübsch die ist? Das ist jetzt schon die zweite. Irgendwie ist diese Eva da und dann sagen alle, ey, du bist zu schön für unser Hashtag. Und dann irgendwie müssen alle jetzt immer erwähnen, Eva ist übelst hübsch. Ja, also sie ist schon echt schön. So hübsch ist die. Wow, ist die schön. Positivity. Also weil grundsätzlich nur durch das Bild hat sie ja erstmal alle stereotypischen Merkmale erfüllt. Also das ist so ein bisschen... Kannst du bitte jetzt auch nochmal erwähnen, dass Eva richtig hübsch ist? Ein Privilegiencheck einfach. Ne? Und darum geht es eigentlich. Also ich glaube, so eine Bewusstmachung... Kannst du... Du hast jetzt immer noch nicht erwähnt, dass Eva echt hübsch ist. Bin ich in der Norm, habe ich diese Probleme, die andere Menschen mit Behinderung, Off-Color, Plus-Size und so weiter, habe ich diese im Alltag? Werde ich die ganze Zeit ausgeschlossen wegen diesen äußeren Merkmalen oder habe ich diese Probleme nicht? Und wenn ich diese Probleme nicht habe, wie kann ich dann damit umgehen? Also zum Beispiel folge ich auch einem... Alter, hier schreibt mir jemand in den Chat, Bruder, du siehst aus wie ein Penner, das ist Body Positivity, du Arsch. Außerdem soll ich aussehen wie Charles Manson und nicht wie ein Penner. Ich ziehe jetzt einen Fußballspieler, weil das gerade gefragt wurde. Ich hoffe, ich ziehe einen Dicken. Es geht hier um... Ich habe offizielle DFB-Sammelkarten bekommen, vielleicht für WM in Katar oder so, keine Ahnung, ich gucke das nicht, aber ich finde halt Fußball langweilig.
Mal gucken, wen ich kriege. Ich hoffe, es ist ein Dicker. Es ist Oliver Bierhoff. Immerhin Bier. Bier ist ja ganz gut. Ne? Der ist vielleicht unter, vielleicht versteckt sich unter seinem Jackett eine Schwabbelwampe. Wissen wir ja nicht. Aber ja, Oliver Bierhoff habe ich gezogen. Der, ist der von Schalke oder so? Ich kenne den nicht. Ich habe den Namen, glaube ich, schon mal gehört. Der ist Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie. Auf 1,91 Meter hat er 83 Kilo. Das ist, glaube ich, Normalgewicht. Steht doch extra nochmal hier mit drauf, wie dick die sind, ne? Ist der hier dicker oder dünner? Da kann man ja so Quartett auch mit denen spielen. Der wiegt 88 Kilo und der ist aber kleiner. Ne, dieser Kevin Trapp. Aber der steht auch im Tor, deswegen vielleicht... Ne? Mist, kein Schalker. Danke, Velgrath. Für 38 Monate. Danke sehr. Das ist Bierhoff Positivity. Richtig. Hashtag Bierhoff Positivity. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe Kevin Trapp und Oliver Bierhoff. Ich gucke jetzt weiter diesen dicken Menschen dabei zu, wie sie sagen, dass Eva echt hübsch aussieht. Menschen mit Behinderungen. Und wenn ich dann meine Fitnesssachen poste, dann ist es auch manchmal für die triggernd, weil es ist immer so abnehmen oder Sport machen ganz doll. Und es ist für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, nicht so einfach zum Beispiel. Oder für manche Leute, die andere Krankheiten haben und das nicht können. Und dann überlege ich mir halt, okay, wie kann ich Menschen motivieren und gleichzeitig Rücksicht nehmen und Leute, die das nicht so einfach können, mit einschließen. Und das ist nicht einfach. Oh ja, Alter, die können sich dann doch einfach ein anderes Profil angucken. Man muss doch nicht irgendwie sagen, ich mache hier ein Programm, was alle gut finden müssen und niemand darf das schlecht finden. Es gibt doch so viele Seiten. Und wenn irgendwer ne, sich auf deiner Seite unwohl fühlt, dann kann der doch zu einer anderen Seite gehen. Kann ich doch nicht sagen, so ich mache jetzt kein Fitness, weil vielleicht sieht das jemand, der kein Fitness machen kann und dann geht es dem nicht gut. Das ist doch Quatsch. Dann soll er sich halt was anderes angucken. Gibt ja auch genug Kochtutorials und so. Einfach. Aber das ist eine wertvolle Diskussion. Oder das ist, ich glaube, es ist wertvoll, sich diese Gedanken zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe mit einem Schritt auf die Seite auf zu. Jeden Fall. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit dem Hashtag Body Positivity gemacht? Nutzt ihr den vielleicht sogar selbst? Nee, ich benutze überhaupt gar keine Hashtags in der Regel. Kommentare. Felix, du bist auch einen Schritt auf Benita zugegangen. Warum? Ich fand ihren Punkt gut. Hast du noch mehr gedacht? Ich fand ihren Punkt gut. Ich denke tatsächlich die ganze Zeit in anderen Sphären, tatsächlich, ja. Weil wir haben jetzt die ganze Zeit... Tatsächlich, hast du jetzt zweimal gesagt. Jetzt mal so ein bisschen getan, als wäre das Schönheitsideal oder die Norm nur Medien gemacht. Könnte der nächste Redner bitte diesem Mann auch nochmal sagen, dass der echt schön aussieht? Das stimmt ja auch ein bisschen, aber man muss auch sagen, und dafür stehe ich halt so ein bisschen als Mediziner, dass das Aussehen nicht nur Medien gemacht ist, dass es nicht diesen, also den einen Typ, den gibt es natürlich nicht. So. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht nur auf den Zustand gucke, das Aussehen, sondern mich interessiert immer der Weg. Ja, wie haben sich die Menschen ernährt? Wie sind die mit ihrem Körper? Sind die artgerecht damit umgegangen? Der ist Fitness-Influencer, der ist Mediziner, hat er gerade gesagt. Ich kenne den aber auch nicht. Der könnte so ein bisschen wie dieser Gegner von IDUBS sein. Wie hieß der? Dr. Mike. Kennt ihr den? So ein bisschen deutscher Dr. Mike ist das, oder? Der ist auch Mediziner. Dr. Mike, hier. Dieser hier. Die sehen sich auch echt ein bisschen ähnlich, oder? Der erklärt dir dann halt irgendwie... Mal gucken, ob man hier auch was über dick sein findet. Fat. Doctors react to controversial Cosmo cover. Okay. The harsh reality of being 800 pounds. Ja, gut. Das ist schön, ne? Ich finde, man sollte die Sehgewohnheiten ändern. Das ist auch ein netter Körper. Ich finde das hübsch. Die sehen sich echt verdammt ähnlich, oder? Sitzen die vielleicht den ganzen Tag im Bürojob? Haben die viel Stress? Dann wird es so sein, dass die auch schlechter aussehen. Wie ich Body Positivity verstanden habe, geht es eigentlich darum, dass man unrealistische Schönheitsideale los wird und dass man einfach seinen Körper, die unveränderten Merkmale akzeptiert. Und ja, und das ist halt ein unrealistisches Schönheitsideal, sich im Bereich des Normalgewichts zu befinden, oder? Das ist völlig unrealistisch. Stell dir mal vor, du sagst so einem... Menschen wie Tanja, ey, du könntest auch dünner sein. Völlig unrealistisch, das geht gar nicht. Und auch liebt. Und Body Positivity und Body Love steckt ja, was Gutes und auch Liebe. Und ich finde, man sollte den Körper dann auch so behandeln, als würde man ihn lieben. Und ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es Menschen gibt. Aber wenn man etwas liebt, dann schmeißt man da richtig viel Zucker rein, oder? Die eher diesen Trend als Rechtfertigung benutzen, sich eher ungesund zu verhalten. Und das ist dann ja vielleicht genau das Gegenteil von Body Positivity. Ich liebe zum Beispiel auch mein Kind und deswegen mache ich dem in die Nuckelflasche nur Cola rein.
Der kriegt nie irgendwie Babymilch oder so. Der kann schon mit 1 anfangen mit Cola. Da ist zwar ein bisschen Koffein und ein bisschen Zucker drin, aber das geht schon, oder? Direkt los geht's. Was erlaubt sich dieser Typ eigentlich, so verdammt schnittig da aufzutreten? Da fühle ich mich direkt hässlich. Ich finde, der sollte eine Tüte über den Kopf ziehen, immerhin. Dann hätte der zwar immer noch vielleicht einen schönen Torso oder so, aber der sollte auch jetzt irgendwie eine Stelle an seinem Körper finden, die nicht so gut ist. Vielleicht hat er ja einen kurzen Penis oder so. Da könnte er da ja mit offenem Hosenstall stehen, damit er den anderen so ein bisschen das Gefühl gibt, dass sie sagen, ach puh, er ist nicht in allen Belangen besser. Irgendwie sowas. Dr. Mike hatte mal einen Skandal, weil er gesagt hat, wie wichtig Social Distancing während Corona ist, um kurz darauf auf einer Party auf einer Yacht gesehen zu werden. Das ist doch so irgendwie typisch reiche Leute in der Pandemie, oder? Hat nicht Boris Johnson das auch die ganze Zeit gemacht? Und Jens Spahn und diverse andere. Ne? Also Jens Spahn war doch auch sogar als Gesundheitsminister, allen sagt, ey, bitte keine Partys machen. Der hat doch sogar an dem Tag, wo der sich da infiziert hat, vormittags hat er gesagt, so Veranstaltungen, Feste, Partys und so, das ist einer der größten Ansteckungsgefahren. Und dann ist er am Abend einfach, hat er irgendwie so eine CDU-Spendengala veranstaltet mit ganz vielen reichen Gästen und am nächsten Tag war er positiv. Also. Aber ja, gut, ja. Reiche Leute, ne? Da steht ja schon das Wort Yacht mit drin, also. Krass, naja. Dann bist du ja genauso oberflächlich. Wie kannst du denn, weil du legst Aussehen mit Gesundheit gleich? Nee, überhaupt nicht. Also ist es, nicht, nee. Ist es ja nicht gleich. Finde ich schon, ihr habt nicht verstanden. Nein, aber für dich ist Aussehen, wenn jemand schlechter aussieht, dann hat er sich schlechter bewegt oder wie? Oder macht weniger, was ist denn schlecht? Du bist da schon in... Sie ist ein bisschen angefressen jetzt, ne? Pass mal auf, die wird ein bisschen sauer gerade. Sehr, sehr, sehr krassen Band. Ja, ich meine, aber so empfinde ich das gerade, deswegen möchte ich das unbedingt... So empfinde ich das gerade, ich finde das nicht gut. Schon wieder ein Arzt, der mir sagt, dass das nicht gesund ist. Ja, sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, dass wir darüber sprechen. Was findest du problematisch an dem Hashtag Body Positivity oder an der Bewegung? Also, dass der Lifestyle, der zu Mehrgewichtigkeit führt, schon ungesund ist. Und beziehungsweise, dass man ungesunde Tätigkeiten macht. Was? Die dann dazu führen können. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es gibt Ricarda Lang zum Beispiel kann gar nichts dafür, das ist einfach so passiert. Nebenwirkung von Medikamenten, oder es gibt bestimmte Krankheiten, wo man dann halt auch mehrgewichtig ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Adipositas, das sagt die WHO, ist halt eine Krankheit. Was erlaubt sich die WHO? Unverschämt. Von Adipositas spricht man, wenn der Fettanteil übermäßig hoch ist. Er gilt als zu hoch, wenn der Body Mass Index, Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße, über 30 liegt. Hä? Das finde ich gemein. Diese scheiß WHO, die hat sich bei Gesundheitsfragen gar nicht einzumischen. Und wir sehen auch gerade sowas bei Covid, ist einer der größten Komorbiditäten, ist das Übergewicht. Und tatsächlich, das war auch ein Grund, warum ich überlegt habe, nicht zu kommen, weil ich dachte, ich hatte wirklich Angst, das den Menschen zu sagen. Daniel, Also ich habe mal im Zuge von einer Recherche, weil es um Intensivstationen und sowas ging, habe ich mal recherchiert und da war, glaube ich, Übergewicht sogar eine der häufigsten Todesursachen und auch, also auch einige Krankenhausbetten belegt durch Leute, die übergewichtig sind und Leute, die stark rauchen, aber da hängen halt Industrien dran. Ich will mal, also es ist jetzt kein, also ich glaube das natürlich nicht, ne? Es könnte ja dann irgendwie falsch aufgefasst werden. Aber habt ihr euch mal gedacht, dass wenn man eine Krankheit hat, ja, und es gibt eine Firma, die euch Medizin verkauft, diese Krankheit loszuwerden, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt wird, das zu machen, als wenn man eine Krankheit hat, die dadurch ausgelöst wird, dass euch eine Firma was verkauft? Weil die Firma vielleicht ein Interesse daran hat, euch das weiterzuverkaufen. Also Tabakindustrie und Zuckerlobby, die sind, glaube ich, schon relativ mächtig.
Könnte das damit zu tun, könnte das damit zusammenhängen, dass man das vielleicht nicht so ernst nimmt wie manche andere Krankheiten? Weiß ich nicht, vielleicht? Vielleicht hat die Zuckerlobby ein bisschen Interesse an Body Positivity, ne? Also, das war jetzt mal nur so eine Vermutung. Deswegen, keine Ahnung, also. Ja, oder McDonald's oder so. Vielleicht hat McDonald's auch ein Interesse daran, dass dicke Leute sagen, hey, das ist prima, so dick zu sein. Who knows? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Möchtest du da einmal drauf reagieren? Ja, gerne. Also so wie ich das verstanden habe, sind der Großteil der mehrgewichtigen Menschen leben ungesund, machen keinen Sport. Nein. Und sind deswegen... Das ist, Alter, wie angefressen die wieder sind. Die sind alle ungesund und machen alle keinen Sport. Na, zu wenig. Nicht gar keinen, zu wenig. Ne? Und falsch vielleicht. Nein, aber so kam es halt gerade. Also, sorry, dann entschuldige ich mich total. Das meinte ich nicht. Ich meinte nur, es gibt halt... Wie diplomatisch er versucht, den Leuten mitzuteilen, ey, sorry, was du machst, ist nicht so gesund. Junge. Also vielleicht machen... Impens bestens. Danke sehr, Timon. Dicke Leute machen, glaube ich, eine Menge Sport. Sowas, Schach, Angeln, ne, sowas halt. Wettessen. Es gibt in Amerika so Hotdog-Wettbewerbe, ne? Da kannst du dann so 50 Würstchen dir so pop, 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 pop. Oder so, es gibt so Wettbewerbe, da trinken die so ganz viel Limonade auf einmal oder so. Da haben die dann so 3 Liter Sprite oder so und müssen das so schnell reinballern. Ich glaube, das ist eine Sportart, das können dicke Leute ganz gut. Ich meinte im Prinzip, wenn man sich gesund verhält, wenn man jetzt regelmäßig Sport treibt, wenn man sich gesund ernährt, dann kann es auch sein, dass man halt dann auch dadurch auch besser aus... Also ich weiß gar nicht, wieso ich die ganze Zeit über das Aussehen spreche. Das ist eigentlich eure Themen. Weil das internalisierte Fettfeindlichkeit ist. Alter! Was? Ich werd nicht mehr. Internalisierte Fettfeindlichkeit. Die ist doch echt... Junge, das... Ist die Lobbyistin für die Zuckerlobby oder sowas? Alter, was zum Fick, das will ich nochmal hören. Ich weiß gar nicht, wieso ich die ganze Zeit über das Aussehen spreche. Das ist eigentlich eure Themen. Weil das internalisierte Fettfeindlichkeit ist. Es tut mir so leid, aber das ist so... Das braucht... Ja, sowas. Ich bin fett und stinke nach Bier. Das ist in Ordnung. Danke, Lolli. Internalisierte Fettfeindlichkeit. Ach du Scheiße, ey. Nein. Also guck mal, wenn ihr jetzt diesen Mann hier seht, ne, und ihr seht diesen Mann hier, die sehen ja echt objektiv gesehen exakt gleich gut aus. Und die sehen auch gleich gesund aus. Wenn die jetzt irgendwie ein Wettrennen machen würden oder sowas, ne, oder Klimmzüge, könnte ich nicht sagen, wer da bessere Chancen hat. Keine Ahnung. Nein, aber weißt du, ich gehe zum Arzt. Ein komisches Beispiel, ja. Ich habe 6 Monate... Ich gehe zum Arzt und sag denen, meine Füße tun immer so weh. Und der Arzt sagt, ja, sie wiegen viel. Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Oh. Bin ich fast jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, bin geschwommen. Ich habe in 6 Monaten nur 5 Kilo abgenommen. Und dann kommt... Hättest du mal vielleicht noch ein paar Monate machen sollen. Jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht sportlich, ich bin das nicht. Ja, Alter, du bist schon aus der Puste, weil du ihm irgendwas erklären willst. Ich bin nicht sportlich. Junge, du bist da einmal so ein kleines Quadrat nach vorne und wieder zurückgegangen und bist aus der Puste. Also. Ich bin das nicht, das macht mich einfach so sauer. Lass mich bitte kurz ausreden, diese Community, die beschäftigt so viele Menschen. Ja. Aus meiner Community muss ich vorangehen und mich hinstellen und sagen, pass mal auf, wenn du zum Arzt gehst, dann musst du dein Gewicht erstmal nicht eintragen. Dann kannst du erstmal... Ja, toll. Wenn du zum Arzt gehst, musst du dem auch nicht sagen, dass du irgendeine Vorerkrankung hast. Einfach mal hingehen, ne? Und sagen, ah, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich Zucker esse. Aber dass ich Diabetes habe, sage ich dem besser nicht. Mal sagen, wenn es medizinisch notwendig ist, dann machst du das gerne. Dann gehst du zum Arzt und lässt mal deine Blutwerte checken. Es ist so ein krasses Thema und das ist so, entschuldige bitte, aber es ist so. Ich weiß nicht, ob ich hier mit deinem Weltbild erschüttere, aber der Job des Arztes, ja, der ist, dir mitzuteilen, wie du gesund leben kannst, ja, oder wie du Krankheiten los wirst. Das ist der Job von dem Arzt. Du gehst hin und sagst, hallo Herr Doktor, mir geht's nicht gut, weil XY. Und dann guckt er und dann sagt er, na, vielleicht könntest du das oder das ein bisschen anpassen.
Das ist der Job von einem Arzt. Der Job von einem Arzt ist nicht, dass du hingehst und der klopft dir ein bisschen auf die Schulter und sagst, alles perfekt, super. Also, hä? Das ist doch das ist der Job von dem Typen. Wenn du da hingehst und sagst, ich muss immer husten und dann fragt er, rauchen Sie, dann sagst du doch auch nicht, geht dich nichts an. Also, was ist das? Stereotypisch deine Aussage. Weißt du, es ist wichtig und ich glaube, den Konsens sollten wir finden. Es ist wichtig, dass Menschen gesund sind, egal wie sie aussehen. Kannst du das denn verstehen? Ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass dir ein paar Mal dieses Wort, das und das sieht schöner aus oder attraktiver rausgerutscht ist. Und deswegen kannst du das verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was Tanja auch gerade gesagt hat, dass es so ein internalisiertes, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit ist, dass du dich ertappst bei dem Gedanken, oh, ich sehe den Körper und ich gehe automatisch davon aus, er ist erstens ungesund und er ist auch zweitens weniger schön. Kannst du das verstehen? Lass uns einmal kurz dabei bleiben, bitte. Okay, gut. Ich kann es absolut verstehen. Ich kann das bei euch beiden verstehen. Ich meinte das überhaupt nicht so und es ist bitte. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht. Ihr seht eigentlich richtig cool aus. Gib mir auch die Chance, mich zu entschuldigen. Klar, ist alles in Ordnung. Für mich ist es einfach, ich möchte dir sagen, wie viele Menschen, jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt, wie viele Menschen ich weiß aus meiner Community, die nicht zum Arzt gehen. Und dann haben wir ein Problem. Dass die Leute nicht gehen, sich nicht trauen, diskriminiert werden, sich dumme Sachen anhören müssen. Was ist das für ein Gespräch? Der will sich entschuldigen und kriegt weiter eine Standpauke, weil der so ein gemeiner Kerl gewesen ist als Arzt. Und das nehmen Leute mit. Jetzt lass mich einmal das kurz, ich entschuldige mich dafür. Ich sag dir auch ganz genau, warum ich auf das Aussehen gekommen bin. Nur um die Brücke zu schlagen, weil es hier um das Aussehen ging. Ja, das heißt, das war einfach eine ganze, weil du hast mich gefragt, es ging um das Aussehen. Das heißt, das war gar nicht mein Konsens. Unser Konsens ist Gesundheit. Deswegen, ich entschuldige mich total, dass das so rüberkommt. Ey, du hast mit Gesundheit gar nichts, also ich kenne mich ja wohl besser aus mit meiner Gesundheit. Ich habe nämlich diese eine Krankheit nicht, die anderen Dicken angeblich haben. Dann scheint das ja wohl nicht zu stimmen. Und du musst dich nicht entschuldigen, weil du mir das mit der internalisierten Fettfeindlichkeit vorgeworfen hast oder so, wofür ich jetzt nicht stehe, sondern es war einfach nur die Brücke, das war einfach nur ein Missverständnis. Was ich aber ganz klar sage, also das frage ich nochmal ganz kurz, und du hast vollkommen recht, dass auch mehrgewichtige Menschen von Ärzten diskriminiert werden. Also dass bestimmte Untersuchungen vielleicht gar nicht gemacht werden und im Prinzip gesagt wird, hey... kann mal sein, ne? Aber vielleicht ist das auch einfach ein Nebeneffekt davon, dass Ärzte sich für ihre Patienten weniger Zeit nehmen, wenn Krankenhäuser oder Arztpraxen Profit machen müssen. Ja. Vielleicht ist das ja auch noch, dass die dann sagen, hier komm, zack, 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 schnell einer nach dem anderen durch. Vielleicht guckt man dann nicht mehr so genau. Das könnte auch ein Teil des Problems sein. Ja. Vielleicht ist das ja nicht unbedingt die Fettfeindlichkeit des Arztes, sondern einfach der Zeitdruck, den er kriegt. Ich sag jetzt mal, nimm doch einfach ab. So. Also das kann ich halt absolut verstehen und ich verstehe halt natürlich auch den Schmerz und dass Leute sich schämen, zum Arzt zu gehen und sich auch nur auszuziehen für ein EKG oder so. Das kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Ich war auch tatsächlich früher auch sehr, sehr unsportlich und übergewichtig. Ich war mal der kleine, dicke... Umso schlimmer, dass du so redest. Aber ich... Oh, Alter, die ist ja der Hammer. Umso schlimmer. Du musst solidarisch mit mir sein. Du warst mal dick und unglücklich damit. Und jetzt bist du sportlich und glücklich und dann sagst du den Leuten, dass sie den Weg auch gehen sollen. Wie unverschämt. Ich habe doch jetzt gerade das versucht... Ich verstehe das, aber ich möchte dich auch dafür sensibilisieren, dass du selber, wenn du heute an einer anderen Position bist, ein leuchtendes Beispiel sein solltest, wie man sich verhalten sollte. Sehr gut, dankeschön. Ich probiere das auch. Der hat gar keinen Bock mehr, oder? Alter, vor allem... Die weiß doch, dass das im Fernsehen übertragen wird, ne? Also steht doch ein ZDF-Logo in der Ecke und da sind Kameras überall. Also die ist sich doch bewusst, dass sie da in einem Fernsehstudio ist. Und dass Leute das angucken, ja? Und dann kommt sie rüber als eine getriggerte, dicke Frau, die dem Arzt sagt, dass sie sich mit Gesundheit besser auskennt als er. Also die Außenwirkung ist da ja wohl der Hammer, oder? Also sie denkt doch jetzt nicht, dass Leute das gucken und sagen, yes, da hat sie aber einen guten Punkt. Also das werden doch alle sagen, ey, das kam übelst unsympathisch rüber, oder? Doch ein bisschen. Jetzt muss ich aber doch noch eine Sache kurz klarstellen, weil das ist mir auch wichtig. Selbstverständlich hat das Übergewicht gesundheitliche Folgen. Empfindest du das als diskriminierend, wenn ich das sage? Nein, das kann so sein, ja, okay. Muss aber nicht. Gut, sorry. Kann so sein, muss aber nicht, ja, wow. Juppie Hees, das ist 100 geworden, obwohl er so viel geraucht hat. Also muss das gar nicht so schlimm sein. Das war nur mein Punkt. Nein, nein. Mein Punkt. Kann aber halt auch mit weniger Gewicht sein. Ja, zum Beispiel. Ja, Alter. Ja, Nichtraucher können auch Lungenkrebs kriegen. Ihr redet mit einem Arzt, ne? Es ist ein Arzt. Ist lächerlich, oder? So, das ist jetzt eben, also... Man kann auch Sport machen und sich da ein Bein brechen. Das kann auch passieren.
Man kann auch einen Apfel essen und den dann sich verschlucken. Und dann erstickt man vielleicht an dem Apfel. Lieber eine Torte essen, die ist ein bisschen weicher. Das wird halt immer nur von den Mehrgewichtigen dann gesprochen. Ja. So, wenn jetzt ein dünner Mensch zum Arzt geht, sagt, ich habe das und das, dann heißt es nicht gleich... Falls ihr das lesen wollt, hier, diskutiert und kommentiert. Ist nur so ein Call to Action, ist keine Info. Ist nur, ey, Leute, schreibt mal Kommentare. Ja, das liegt bestimmt an ihrem Gewicht. Ja. Jetzt esst doch mal was. Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja, oder in ganz extremen Fällen kann das sicher vorkommen, aber es ist so... Es gibt zig Frauen da draußen, die total... Flinters, ne? Frauen ist, sagen wir nicht mehr. Die kein Kilo zunehmen können, die gar kein... Hat bei der Bachelor und Sommerhaus der Stars teilgenommen. Okay. Ich habe eben gesagt, dass ich die sympathisch finde. Ich möchte das gerne revidieren. Keine Kurven haben und die sich todunwohl damit fühlen. Ich habe, also Felix Standpunkt habe ich irgendwo verstanden, insofern, ich bin ja auch hierher gekommen und ich habe halt gesagt, ich finde, egal ob dick oder dünn, Hauptsache man ist so gesund und man fühlt sich wohl darin. Ja, das sehe ich auch so. Weil man merkt ja auch durch manche Menschen, ich kenne auch Menschen privat, die... Ich kenne keine Menschen. ...zum Beispiel leider eine Erkrankung haben und dadurch eben nicht abnehmen können. Ne? Oder andererseits Menschen, die halt durch das Gewicht ihre Probleme... Die keinen Bock haben. ...und Probleme haben, abzunehmen. Aber ich finde, genau dann, wenn man eben diesem Konflikt so gegenübersteht, kann man Body Positivity dafür nehmen und dafür nutzen. Und Menschen anzusprechen, dass sie sich trauen sollen. Weil das ist der Aspekt. Ne? Würdest du deine Plattform nutzen, dein Instagram, um auf das Thema aufmerksam zu machen, dein Space auch anderen Creatorinnen zu geben? Oh, ja, aber dann zwei Sitzplätze Space wahrscheinlich. Ne? Mit Mehrgewicht und einmal das Thema zu besprechen? Würde ich auf jeden Fall, klar. Machst du das auch oder würdest du es? Wie viele Slides brauchen die, damit man die abbilden kann? Nee, ich würde es. Also inwiefern, wie meint ihr? Also ich glaube, wir sollten anstatt immer in unseren Bubbles zu bleiben und anstatt uns immer nur mit unseren eigenen Leuten zu treffen, sollten wir den Tisch mal ganz lang ausziehen und Platz für die machen, die keinen Platz. Ja, aber auch wichtig, dass man da nur Stühle hinstellt, die nicht solche Armlehnen an der Seite haben, weil sonst gehen die mit hoch, die Stühle, wenn die aufstehen. Ne? Slot bekommen. Ja, aber das versucht sie ja mit dem Post, dass du sagst, du hast dich da unwohl gefühlt. Ja. Man kann sich das ja eigentlich sehr bildlich vorstellen. Im Internet ist sehr, sehr viel los. Wir alle kennen das. Man gibt einen Hashtag ein, auf Twitter oder auf Instagram zum Beispiel. Und es kommen hunderte, tausende, Millionen Beiträge. Und wenn die zum Beispiel geflutet sind bei dem Hashtag von Body Positivity, von normschönen Personen, nehmen wir dann den Personen die Sichtbarkeit, um die es eigentlich gehen sollte? Genau. Absolut. Also das kann ich. Die Frage ist, sorgen normschöne Personen aktuell dafür, dass marginalisierte Körper weniger sichtbar sind? Ach komm, Mann. Den Personen die Sichtbarkeit, um die es eigentlich gehen sollte? Genau. Absolut. Also das kann ich nur sagen. Ja, wir tun das. Aber heute habe ich mich aufgestanden, habe mal Hashtag Body Positivity angegeben. So, was ist das Aktuellste, tagesaktuell? Und ich habe gesehen, hauptsächlich mehrgewichtige Personen, sogar als erstes ein Mann. Und ich fand, oder eine männlich gelesene cool. Person. Und danke für die Korrigation nochmal. Ich fand das sehr interessant. Also es waren natürlich auch so normschöne Körper, aber die Mehrheit, waren, und das habe ich halt zelebriert, was nicht da war, waren Menschen mit Behinderungen, es waren alles weiße Personen. Also die ich gesehen habe, so auf den ersten Scrollen. Ne? Also wenn man dann weiter scrollt, und das ist ja auch wahrscheinlich immer bei jedem anders. Und da denke ich, das ist cool. Also es hat mich gefreut, zum einen, dass eben so viel Repräsentation da ist, aber natürlich ist Luft nach oben. Das heißt, diese Bewegung ist... Und Luft zur Seite, aber nicht mehr lange. Wenn sich da Tanja setzt, dann ist da keine Luft zur Seite. Ohne Fehler, wie keine Bewegung ohne Fehler ist. Und es gibt neue Strömungen, die das optimieren. Ist doch geil, dass eine Body Positivity Bewegung ist, ne? Eine Bewegung für Leute, die mit Bewegung eigentlich nicht so viel anfangen können. Aber ich sage jetzt grundsätzlich, da bin ich auch gerade einen Schritt nach vorne gegangen, nach dem, was du gesagt hast, ist, wenn wir... zum Beispiel uns alle alleine schon so, wie wir hier stehen, inkludieren in unsere Bubbles, da wird so viel passieren, weil auch im Medizinischen gibt es so viele Pros und Cons. Also manche Sachen, die du gesagt hast, kann ich nachvollziehen. Man kann die Gesundheit nicht komplett außen vor lassen, aber gleichzeitig gibt es auch da großen Ausstoß und ganz viel Raum sozusagen, wie man da offener reagieren kann auf Menschen, die sowieso schon oft der Ausgrenzung ausgesetzt sind. Würdet ihr da zustimmen und einen Schritt auf Benita zugehen? Ja, aber ich würde gerne noch was ergänzen, weil grundsätzlich, klar, auch wenn wir uns jetzt alle gegenseitig supporten oder auch unsere Community, die Verantwortung liegt ja trotzdem bei den Unternehmen, die eventuell Online-Shops betreiben, nochmal meine Aussage vorher zu bestätigen. Ja, geil, die Unternehmen müssen jetzt endlich, Unternehmen sind nämlich eine tolle Sache, die müssen jetzt müssen ihr Auge auf uns werfen, die müssen uns helfen jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass Body Positivity gerade so eine Art, wir kennen Greenwashing aus den Umweltbewegungen und das ist so eine Art Diversity. Und das ist Fatwashing. Washing für mich. Also dann wird sich gekürt, wenn jetzt plötzlich statt einem XS einmal eine M abfotografiert wird im Online-Shop und auf einmal heißt es, ja, aber wir sind doch super divers, Entschuldigung. Wo ich mir denke, nee, das ist nicht divers. Divers bedeutet, dass auch ein Model mehrere verschiedene
stereotypische Merkmale erbrechen kann. Und ja, das Model ganz viele Sachen hat, die die meisten Leute hässlich finden. Das ist geil, wenn Models einfach machen, was Models eigentlich sonst nicht machen. Das ist cool. Sie kann schwarz sein und behindert zum Beispiel. Genau, aber diese Sachen, also ich finde, du hast komplett recht, die Unternehmen sind da mitverantwortlich, aber ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, aber die Unternehmen sind schuld, weil dann ist es nur so ein Fingerpointing, weißt du? So wie wir das heute thematisieren, muss jeder an seiner Position das immer thematisieren, zum Thema machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Job buche, kann ich auch sagen, hey, wo sind diese Leute alle? Wenn die nicht da sind, bye. Weißt du, so naja, aber dann Power. Verdienst du vielleicht dann auch kein Geld. Dann vielleicht kein Geld, ich weiß. Aber wenn wir als Gruppe alle proaktiv sind, dann macht das einen Unterschied. Und ich habe das schon in manchen Stellen gemacht und es hat funktioniert. Und ich habe auch gedacht so, okay, dann buchen die halt meine Kollegin. Mhm. Aber manchmal ist es ein Win, manchmal nicht. Das erfordert ganz viel Mut und Eigeninitiative, aber es ist möglich, es ist nicht unmöglich. Aber ich mache ja zum Beispiel auch aktiv. Alter, was? Für gewisse Marken Werbung auf meinem Social-Media-Kanal oder ich kriege Anfragen. Und jedes ja, du machst Placements. Cool. Wenn ich mir dann denke, okay, aber heißt es auch, dass ihr mich offiziell auf eurem Feed postet und euch als Unternehmen auch kürt und sagt, hey, wir haben jetzt hier eine kleinwüchsige Influencerin, die das Produkt präsentiert, wo es völlig irrelevant ist, ob ich kleinwüchsig eigentlich bin, weil es, weiß ich, um einen Brotaufstrich geht oder um eine Tagescreme. Ja, weil Influencer halt Werbegesichter sind, ne? Meistens die Resonanz, achso, nee, da haben wir eigentlich andere Leute dafür. Das ist die Ablehnung, die ich kriege. Und denke mir, toll, also für was soll ich dann Werbung machen? Daniel, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder wie ist es bei dir? Ja, doch, definitiv schon. Also, gerade eben was so Werbung. Er hätte gedacht, dass so große Unternehmen einen ficken, ne? dass die einfach nur ganz viel Kohle machen wollen. Und dann denken, eigentlich interessiert mich nicht, dass du jetzt besonders was bekommst, dafür, dass du hier Werbung für uns machst, sondern dass am Ende möglichst viele Leute Geld machen, bei uns, ne? Möglichst viele Leute was kaufen. Direkt auf Social Media angeht, kann ich das bestätigen, das passiert mir auch immer wieder. Wobei es gerade für mehrgewichtige Männer in Deutschland generell einfach super schwer ist. Also da gibt es ein paar Firmen, die dann halt irgendwie mit dir Werbung machen möchten. McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Coca-Cola. Aber halt, also jetzt keine großen irgendwelche Sportfirmen oder sonstige andere. Warum sollte auch eine Sportfirma mit einem Dicken werben? Modelabels oder so. Das ist dann schon nur gezielt in dem Bereich und dann ist es da und ja, dann wird man mal... Oh, es gibt gar keine Laufschuhe für Leute über 150 Kilo, warum nicht? Gebucht oder wird dann auch auf einer speziellen Seite vielleicht... Ist nicht auf dem Plakat drauf. So wirklich repräsentiert wird man dann trotzdem nicht. Das finde ich voll den spannenden Punkt. Es gibt mehr Diversity, man sieht verschiedene Körperbilder. Es hat sich ja in dem Sinne auf jeden Fall zumindest oberflächlich zu teilen etwas getan. Und trotzdem frage ich mich vielleicht Frage an diese Seite, wie... Ich habe auch nicht genug Angebote. Ich kriege immer nur so, für Raid und für so Casino-Scheiße und so... Ich will auch mehr Angebote bekommen von Firmen, die richtig geile Sachen machen und die mir richtig viel Geld dafür geben. Das möchte ich auch. Und ich finde schon noch irgendein Hashtag, was dafür irgendwie Relevanz hat. Aber ich will auf jeden Fall von Firmen ganz viel Sachen geschenkt kriegen und ganz viel Geld dafür bekommen. Fluide und zerbrechlich ist das. Hat sich wirklich längerfristig was verändert? Ich glaube, wir sind da auf dem Weg, der gut ist, aber noch lange nicht genug. Und ich glaube, das Schönheitsideal ändert sich ja sowieso alle Nase lang. Also wenn Diversity out ist, dann sehen wir jetzt gerade den Fashion-Trends der 2000er wieder, wo alle sehr mager waren, in Anführungsstrichen. Also die alle sehr Kardashians schlimm. Haben sich gerade alle genau, ihre Po-Implantate entfernen lassen, wiegen alle 10 Kilo weniger. Genau, und das ist halt, finde ich auch... Toxisch! Wir müssen alle so sein wie die Kardashians und wie können die es wagen, ihren Arsch zu ändern? Weil das war für mich die Hochburg des Bodyshames, also Ende der 90er, Anfang 2000er. Also ich finde, wir sind nicht divers genug, es ist nicht genug, was man sieht. Und ich glaube, die Firmen gehen immer mit dem, was gerade angesagt ist und danach orientieren sich. Echt? Wer hätte das gedacht? Wie schädlich sind denn Schönheitsideale grundsätzlich, also auch aus dieser medizinischen Perspektive? Ja, das kann man doch gar nicht sagen, Alter. Hä? Wie schädlich sind die grundsätzlich? Ja, welche denn? Wir haben jetzt darüber geredet. Ja, einerseits ging dieser Trend jetzt vielleicht eine Zeit lang in Richtung Body Positivity. Wir sehen aber auch, es war gerade Paris Fashion Week, sehr deutlich auf den Catwalks, dass der Trend gerade ganz stark zurückgeht zu den 90er, 0er Jahren, zu diesem Heroin-Chic, dass das gerade wieder modern wird. Heroin-Chic? Chic heißt es doch, oder? Wie betrachtest du da diese Entwicklung? Du kennst dich besser mit Mode aus. Heißt es Heroin-Chic? Heroin chic? Kann man schon machen. Ist richtig? Muss man nicht. Okay, aber da habe ich was gelernt. Er hat sie anscheinend keinen Fehler gemacht. Chic soll mal weniger Heroin machen. Ja, stimmt. Chic ist eigentlich Zelda. Die soll kein Heroin nehmen, bitte. Ich mochte die immer. Gerade was Fitnesswahn und Schlankheitswahn betrifft. Das ist ja natürlich auch nur aus meiner Bubble. Also ich fand das als erstes sehr, sehr geil, dass es auf einmal cool geworden ist,
sich gesund zu ernähren mit Green Smoothies, dass die Leute Videos gemacht haben, wie sie Sport gemacht haben, wie sie sich selbst... Ich fand das toxisch. Das war nicht gut. Dass die Leute gesund essen und Sport machen, pfui, oder? Ekelhaft. Selber Salat gemacht haben, das fand ich halt total geil. Weil ihr müsst meine Perspektive verstehen. Ich bin in einem Gesundheitssystem, hab ich gelernt, wo im Prinzip darauf gewartet wird, bis der Patient erst krank ist. Also man geht ja im Prinzip erst zum Arzt, wenn schon zu spät ist. Und ich wollte derjenige sein, der den Leuten zeigt, hey, es geht doch so einfach. Und dann ging das so ein bisschen mit in diese Selbstoptimierung Richtung. Und natürlich ist jedes Extrem halt immer ungesund. Aber vielleicht ist es schlecht fürs Geschäft, oder? Also das ist doch scheiße, wenn dann irgendwann gar keiner mehr vorbeikommt. Was sollen denn die Pharmaunternehmen dir noch Medikamente verkaufen, wenn du nicht zum Arzt gehen musst? Das wäre ja blöd, oder? Also vielleicht ist es eigentlich besser, wenn man Body Positivity macht und dann werden die Leute erstmal krank, dann gehen sie wieder zum Arzt, dann kaufen sie sich da was, dann gehen sie wieder zurück. Vielleicht holen die sich so ein Magenband oder so eine OP oder so, da kann man ja noch ganz gut an denen verdienen eigentlich, ne? Also eigentlich macht er ja dann, ist er ja ein Kollegenschwein, ne? Der sorgt ja dafür, dass die Kollegen weniger Kunden bekommen. Es ist nicht in Ordnung, ne? Haben die eine sehr dicke neben eine sehr kleine Frau gestellt und sich dann ein Thema dazu ausgedacht? Nein, die haben gesagt, es ist in Ordnung, dass man Body Positivity macht oder nicht. Dann haben sie erstmal dieser Frau hier die ganze Zeit gesagt, wie hübsch die aussieht. Und dass sie nicht Hashtag Body Positivity schreiben soll, weil sie ist zu schön dafür. Und dann war der Arzt dran und hat gesagt, es ist aber nicht gesund, so dick zu sein. Und dann haben die sich aufgeregt und gesagt, er hat internalisierte Fettfeindlichkeit. Ich finde es halt schwierig, wenn wir jetzt die ganze Zeit... Also da steht tatsächlich jetzt einfach ein Arzt und soll sich dafür rechtfertigen, Leuten Gesundheitsempfehlungen zu geben. Das ist nämlich nicht in Ordnung. Von Gesundheit reden geht es immer nur um die körperliche Gesundheit. Ja. So, aber wenn man sich jetzt irgendwie verrennt in diesem Ding... Aber der Kopf ist auch im Körper drin. Ne? The more you know. Vielleicht eben vielleicht da auch dieses morgens aufstehen, ich mache mir die Bowl, dann mache ich Sport, dann mache ich das und dann ist mein Tag so durchstrukturiert. Mhm. Dann merke ich vielleicht Veränderungen an meinem Körper, die ich dann irgendwie gut finde, aber bin vielleicht mental überhaupt nicht mehr gesund. Weil ich einfach dann nur noch in diesem Ding und nur noch ich... Ja, Strohmann, oder? Also mir ging es persönlich oft besser, wenn ich körperlich auch fit war. Ich muss sagen, die letzten 2 Jahre mit deutlich weniger Angeboten, ne, mit immer mehr Schließungen und Distance und so. Ich verstehe das in Bezug auf Corona, aber so körperlich, ne, vom Bewegungsmangel und immer in der Wohnung sein, hat mir das nicht gut getan. Da ging es mir besser, wenn ich öfter mal ein bisschen aktiv gewesen bin. Aber das ist ja nur meine Sicht. Das hat schon auch ein bisschen Einfluss aufeinander. Ich will mich weiter optimieren und. Und das ist, glaube ich, halt insgesamt einfach schwierig. Und den Druck, den man sich einfach auch macht, ne? Ja, den man sich macht und halt bekommt von überall. Ich würde gerne nochmal auf das hinaus, weil mentale Gesundheit ist nämlich auch eins meiner Lieblingsthemen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich vollkommen recht, gerade wenn man in irgendwie so ein Extrem sich verrennt. Allerdings, man muss auch sagen, dass auch statistisch gesehen Leute, die jetzt extrem mehrgewichtig sind, dass die eher zu psychischen Krankheiten neigen. Oh, ja. Er zitiert einfach eine Statistik und die rennen weg und sagen, nein, oh nein, wow, nein, oh, wow, internalisierte Fettfeindlichkeit. Alter, dass der Typ einfach der Außenseiter ist in der Sendung, ne? Alter, dass er einfach der ist, den alle hassen. Was? Alter, eher zu psychischen Krankheiten neigen. Oh, ja. Was? Ihr Lieben, tut mir doch den Gefallen. Es ist nur ein Fakt, den ich bringe. Aber ich verstehe das voll, dass du in deiner... Nein, sorry. Wenn du sagst, es liegt daran, dass die diskriminiert werden und so weiter, dann würde ich einen Schritt auf dich zugehen. Hm. Du bist jetzt einen Schritt zurückgegangen, nur weil ich einen Fakt genannt habe. Weil ich gesagt habe, es gibt eine Statistik, wo man Leute untersucht und sagt, ey, viele Leute, die sehr dick sind, die sind auch vielleicht an anderer Stelle ein bisschen unzufrieden mit sich und dann gehen die alle zurück und sagen, nein, das ist voll geil. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Das ist ein Riesenproblem, dass man nicht einfach, ein statistischer Fakt, okay, es ist so, es ist eine Koma. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch was anderes beweisen. Ja, gibt es natürlich immer, aber ich möchte ganz klar... Es gibt aber auch eine Statistik, nein. Bitte nochmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fakt und Interpretation. Ich dachte, wir sind auf so einem Ding, dass wir sagen, wir glauben der Wissenschaft. War das nicht sonst so? Hier geht so eine Krankheit rum, wir haben einen Klimawandel, ne? Und bei beiden Themen sagen alle, ey, die Wissenschaft. Und wehe, ihr sagt was anderes, ja? Guckt mal auf die Wissenschaft. Jetzt habt ihr da jemanden aus der Wissenschaft, der euch sagt, ey, ich habe hier Statistiken,
Die gehen in so eine Richtung und alle sagen, nein, ich gehe zurück, nein. Da kannst du genauso gut sagen, nein, es wird nicht wärmer, ich fahre jetzt Auto. Nein. Also, das ist doch fast das gleiche Level, oder? Da gibt es auch Statistiken, die sagen, CO2 ist nicht so schlimm. Ja, schon ziemlich ähnlich, oder? Und ich hatte da wirklich eine totale Angst, halt hier hinzukommen, und ich glaube auch ein bisschen zurecht. Komm, wir sind ja hier, um zu diskutieren. Wir sind ja jetzt nicht hier, um uns ans Händchen zu nehmen, sondern wir sind hier, wir wollen diskutieren auf einer Augenhöhe. Und ich denke, das schaffen wir, oder? So, und wenn ich dann, oder wenn wir... Ja, wir wollen hier doch diskutieren auf einer Augenhöhe, und jetzt rede erstmal ich 10 Sätze, und du kannst zwischendurch ja, okay, Entschuldigung sagen. Wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, finde ich es auch völlig okay zu sagen, sorry, aber das finde ich nicht in Ordnung. Aber es muss eine Meinung sein, weil ja. Gerade habe ich keine Meinung genannt. Aber das, was du gesagt hast, ist ein Fakt, das würde ich einfach anfechten. Da müsste man jetzt nachschauen, welche Statistik ist das, was sind die neuesten Statistiken und so weiter. Das haben wir ja jetzt den Raum nicht. Ja. Aber mein Punkt ist einfach zu sagen, die Narrative, die du aufmachst, ja, das ist die, dass Menschen, die... Sollte das nicht auch eigentlich so eine 3-gegen-3-Sendung sein? Also bisher steht der Typ ja echt ziemlich alleine da, oder? Also das sieht, eigentlich sieht es fast nach 5 gegen 1 aus. Oder? Also 3 gegen 3 sehe ich da jetzt nicht. Da steht ein Arzt und sagt, ey, fett sein ist nicht so gesund. Und alle sagen, boah, du Arschloch, Alter, das kannst du doch nicht machen. Und die Moderatorin sagt halt nichts. Also die guckt halt zu. Die ist zu Gast in ihrer eigenen Sendung. Die stellt eine Frage und dann geht sie zurück. Und dann sagt er, mach dir das mal. Mehrgewichtig sind Menschen, die in der Mehrheit depressiv sind. Und das ist schwierig. Das ist ein ganz... Das hat er doch nicht gesagt, Alter. Was ist... Junge. Danke sehr, Bobby Hood, für dein Prime. Also ich finde, glaube ich, von 13 Fragen ist es bisher, finde ich, eine der schlechtesten Folgen. Ich habe das sonst manchmal ganz gerne geguckt, aber ey, die Folge ist ja echt bescheuert. Also die ist ja überhaupt nicht ausgewogen, oder? Der eine Typ steht da und sagt, ich habe hier eine Statistik und die Leute machen den fertig deswegen. Was? Alter, könnt ihr hier oben vielleicht noch unten neben dem Senderlogo so ein zweites irgendwie sponsert bei Zuckerlobby oder so? Das finde ich ein ganz... Nein, das habe ich überhaupt nicht so gesagt. Übrigens, hier, das ist auch ein gutes Standbild, oder? Hier, es gibt, ich habe kürzlich das hier gesehen, Zuckerlobby, da gibt es hier von die da oben, Lobbyismus, so viel Macht hat die Zuckerindustrie. ZDF heute gab es auch, Zuckerlobby macht uns krank. Ich finde, das sollte ausgemacht werden hier. Das ist schon echt toxische Fettfeindlichkeit, die dieser Jan Schipmann hier macht. Nicht in Ordnung. Vor 4 Wochen gab es den Beitrag. Da hat Funk uns erzählt, dass die Zuckerlobby eine ganze Menge Kontakte in die Politik hat, ne, und dafür sorgt, dass man bestimmte Gesetze ein bisschen anders macht und sowas. Also ich finde, Zucker ist halt auch, eigentlich ist es auch gut für den Körper. Man sollte da lieber ganz viel von essen, damit man so richtig dick wird, und dann ist es positiv, ne? Also ich würde das einmal kurz an der Stelle beenden wollen, weil ich würde gerne dich einmal fragen, Tanja, was muss sich denn an der Body Positivity Bewegung ändern, um Diskriminierung zu minimieren? Es sollte vielleicht nur noch dicke Leute reden dürfen. Man sollte den Redeanteil von Personen in einer Talkshow sollte man an ihrem BMI koppeln. Das wäre eine gute Idee, oder? Dass einfach dicke Leute doppelt so viel reden dürfen wie die anderen. Um in die Zukunft zu gucken. Also ich glaube, es wäre wichtig, das Antidiskriminierungsgesetz sich einmal anzusehen und auch den Faktgewicht mit aufzunehmen. Willst du es ins Grundgesetz schreiben oder was? Niemand darf aufgrund von seinem Körpergewicht diskriminiert werden oder was? Und dann gibt es irgendwie eine Modelagentur und die sagt, wir hätten gerne ein Model für diese Kleidergröße, und dann kommst du hin, passt da nicht rein und sagst, ey, ihr diskriminiert mich nicht, ich gehe jetzt in diese Hose, ratsch. Nämlich auch dann ein Fakt, dass Diskriminierung, Bodyshaming Alltag vieler mehrgewichtiger Menschen ist. Ich glaube, wir sollten bewusst mehr Platz am Tisch machen, um zu gucken, wer... Ich glaube, ich muss das nicht kommentieren, aber es ist schon auffällig, wie häufig sie mehr Platz am Tisch fordert.
Ich hätte gern einen größeren Stuhl und ich hätte gern auch noch einen zweiten Teller. Der braucht diese Reichweite. Und ich glaube, wir sollten einfach lernen, generell unseren Horizont ein bisschen zu erweitern, zu schauen, was kann ich machen. Und das Buffet ein bisschen zu erweitern am Tisch. Wo kann ich supporten? Wo kann ich vielleicht ein Teil davon sein, dass es sich bessert? Weil, weißt du, letztendlich würde ich auch wollen, dass die Menschen gesünder sind. Wir haben gar nicht das Thema Essstörung ange. Will ich jetzt auch gar nicht aufmachen. Damit ich finde das auch doof. Wusstet ihr, dass sehr, sehr viele Lebensmittel weggeworfen werden? Ich finde, wir sollten die einfach alle aufessen. Betroffen. Das haben wir gar nicht aufgemacht. Aber ich glaube, wenn wir alle im Kern wissen, dass wir glücklich sein sollen, dass wir mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit mit reinnehmen, dann passiert einfach so viel, indem wir einfach Menschen einfach mal so lassen, wie sie sind und das auch Eigenverantwortung in die Hände der Menschen abgeben. Du als Arzt hast richtig gesagt, dass du Könnt ihr jetzt endlich mal in dem Studio da einen kleinen Tisch und einen großen Stuhl reinbringen? Sie hat es jetzt schon durch die Blume mehrfach geäußert. Ich dachte, ihr habt da so Praktikanten, die vielleicht, ne? Können vielleicht da was vorbeibringen. So ein großes Spanferkel oder so noch. Tief. Meistens nicht, Hannes, sondern dass die Leute meistens erst zu dir kommen, wenn es zu spät ist. Und das ist halt auch ein Riesenthema. Also ich glaube da... Also guck mal, das, was du gesagt hast, da gehe ich in jedem Punkt mit. Wir reden jetzt sehr, sehr viel über das Thema Aussehen. Ist das genau das Problem? Der Hyperfokus aufs Aussehen? Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Problem ist, weil eben trotzdem immer noch geguckt wird, dass die Person irgendwie einem Schönheitsideal leider entspricht. Also die Person muss trotzdem irgendwie ästhetisch und anschaubar sein. Auch muss man hier wieder lesen, das ist immer woanders. Ne? Ziel der Body Neutrality-Bewegung ist es, den Fokus weg vom äußeren Erscheinungsbild zu lenken, das Selbstwertgefühl nicht vom Aussehen abhängig zu machen und sich vom Druck zu befreien, den eigenen Körper lieben zu müssen. Naja gut, ne? Kann man vertreten, verstehe ich. Außer wenn es ums Geschlecht oder so geht, das zählt nicht. Ich als Kleinwüchsige werde oft damit konfrontiert, dass ich ja quasi eine gut aussehende sportliche Kleinwüchsige bin. Also man müsste ja dann auch quasi weiterdenken und dann würde ich andere Leute wieder diskriminieren. Und das ist so schwierig, weil das ist ja eigentlich nicht das, wofür ich stehe, sondern klar stehe ich jetzt in der Öffentlichkeit und möchte darauf aufmerksam machen, aber trotzdem beziehe ich ja irgendwie alle mit ein und will ja auch niemanden ausschließen. Frage an euch, an die gelbe Seite. Ist das eurer Meinung nach vielleicht die Zukunft dieser Bewegung zu sagen? Man soll seinen Körper hassen. Nee, du kannst den lieben, aber du musst nicht mehr. Das ist der Trick dabei. Du kannst es schon machen, aber du musst jetzt nicht mehr. Vorher warst du verpflichtet dazu, jetzt musst du nicht mehr. Body Neutrality, also eben nicht zu sagen, ich muss meinen Körper gezwungenerweise schön finden. Und sondern ich bin irgendwie ambivalent, mal finde ich den, ist manchmal okay. Deswegen vielleicht schlecht zu fühlen, wenn man das nicht hinkriegt, sondern zu sagen, ich bin dankbar, dass er da ist, dass er im besten Fall gesund ist, dass er mich durch diese Welt trägt und mehr nicht. Ja. Was sagt ihr dazu? Also ich würde dem hundertprozentig zustimmen, also den Druck rauszunehmen sozusagen und auch das Toxische, also immer dieses Extremverhalten, egal ob es abnehmen ist oder in die andere Richtung geht. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, dankbar zu sein, das kann man natürlich auch weit treiben, aber grundsätzlich eine gute Grundhaltung ist. Und mit diesem Body Neutrality ist ja auch das Positive, dass man hoffentlich lernt, nicht nur seinen eigenen Körper, sondern... Aber dann ist ja, wenn das was Positives hat, dann ist ja gar nicht mehr Body Neutrality, sondern doch wieder Body Positivity, ne? Die anderen Körper nicht so hart zu bewerten, sondern indem man sagt, ich nehme jetzt das einfach, diese Person jetzt einfach so an, wie sie ist. Ich glaube, ich bin hier einfach ein bisschen fehl am Platz, denn... denn ich bin der Einzige, der eine Statistik gelesen hat und der wirklich ein Mediziner ist. Ich bin hier der einzige Wissenschaftler und ihr seid irgendwelche blöden Instagrammer. Was ist denn das schon wieder? Oh ja, hier haben wir Gästeauswahl haben wir wieder gut gelegt. Also wir haben hier einen Experten und fünf Leute, die sind... Naja, ich würde sagen, Influencer, Aktivist, Podcaster, ne, sowas halt. Und ich gebe euch mit 99% der Sachen recht, wir sind alle auf der gleichen Seite. Also mein Punkt ist ein ganz, ganz anderer. Ich denke, der Körper ist ja nicht neutral, sondern der Körper ist ein Wunder. Und wir müssen jeden Tag dankbar sein für unseren Körper, dass wir den haben. Denn also neutral ist wirklich überhaupt nichts am Körper, das ist total positiv. Jeder, der mal krank ist, und das ist was, das... Klingt ein bisschen, aber das ist gar nicht nur mein Thema, sondern mein Thema ist den Leuten zu sagen, wie wichtig deren Körper ist und Body Love, deswegen, da bin ich voll dabei, dass man den Body lieben soll, also man muss halt seinen Körper lieben und ihn dann auch, und das wäre jetzt der gesundheitliche Aspekt, ihm optional auch so behandeln, wie man ihn einen Hund behandelt, den man liebt. Dann gehen wir jetzt. Ja, aber man kann ja dem Hund auch einfach ganz viel Fett und Zucker geben und sagen, ich esse das ja auch gerne. Love. Die Kompromissrunde, das Ganze funktioniert so, dass ich euch gleich, so ein bisschen wie in der Schule, euch in die Gruppenarbeit schicke und euch in die Gruppenarbeit schicke. Könnten wir vielleicht in der nächsten Folge wieder den anderen Moderator haben und die anderen Leute, die Gäste auswählen, weil
Also diese Folge war es ja echt nicht so ausgewogen. Ne? Und ihr könnt euch jeweils einen Vorschlag für die andere Seite überlegen, wo ihr vielleicht auch denkt, ja, das wäre irgendwie sinnvoll, dass wir uns darauf einigen. Ein Kompromissvorschlag. Also ich fange an. Können wir? Lass mich raten, der Kompromissvorschlag ist, Körper von anderen werden nicht kommentiert, alle sind schön, wir müssen die Sehgewohnheiten ändern und wir müssen auf jeden Fall auch auf Werbeplakaten und in Sendungen müssen alle Körpertypen mit dabei sein. Und als Kompromissvorschlag für den Arzt sagt man, naja gut, Gesundheit ist so ein bisschen vielleicht, könnte man da mal gucken. Wir uns darauf einigen, dass wir uns auf Social Media für die Akzeptanz aller Körper einsetzen sollten, dabei aber vor allem auch jene Menschen supporten, die in unserer Gesellschaft medial noch immer unterrepräsentiert sind. Könnten wir uns darauf einigen, keine Statistiken anzufertigen? Wenn ihr oder nur noch welche, die unserer Meinung entsprechen? Können wir uns bitte darauf einigen, dass die Wissenschaft erstmal sagt, wir brauchen jetzt eine Studie, die beweist, dass... Und dann legt man schon mal das Ergebnis fest und dann guckt man mal, wie man das irgendwie hinkriegt, dass es das Ergebnis bringt. Und wenn nicht, dann schmeißt man die halt weg. Darauf könnten wir uns ja einigen, oder? Wenn ihr jetzt zustimmt, dann könnt ihr gerne einen Schritt auf mich zugehen. Alle stimmen mir zu. Ist natürlich, damit ist das Problem nicht gelöst. Ist mir klar, ne? Deswegen, ihr müsst es jetzt lösen. So wie die Bildstatistiken machen lässt. Ja, oder manch anderer ja auch, ne? Also es sind ja nicht die einzigen, die aktuell manche Paper nicht veröffentlichen oder... Ein bisschen rummogeln bei den Statistiken. Ihr könnt jetzt jeweils euch auf jeden Fall in 1-2 Minuten einen Kompromissvorschlag überlegen für die andere Seite. Los geht's. Es sind halt auch nicht wirklich Seiten irgendwie, oder? Danke sehr, I saw things. I saw things. Oh, Prime, Wortspiel. Also ich finde, irgendwie wirkte das so... Als hättest du den Typen auch, den Arzt alleine auf ein Feld stellen können und die anderen 5 ins Gegnerfeld, oder? Also zumindest wirkte das die ganze Diskussion so. Wir haben jetzt in dieser Diskussion gemerkt, es gibt noch immer sehr viel Gesprächs- und Diskussionsbedarf beim Thema Hashtag Body Positivity. Wenn ihr jetzt hier auf dem Feld stehen würdet, was wäre der... Beim Thema Hashtag, ey, das ist auch so absurd, ne? Hätte mir vor Jahren einer gesagt... dass man mal 42 Minuten lange Fernsehsendungen über einen Hashtag macht. Ne? Also, na gut, es ist ja auch irgendwie noch eine Bewegung mit drin, aber wie wichtig den Leuten aktuell irgendwelche fucking Hashtags sind. Denn nach dieser Diskussion euer Kompromissvorschlag, der hier auf jeden Fall genannt werden müsste. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Was ist euer Kompromissvorschlag vom gelben Feld ans grüne Feld? Also unser Kompromissvorschlag ist, dass wir aufeinander zugehen, in dem Sinne, dass sich die Bubbles mehr vermischen, dass wir bei der Entscheidung, die wir persönlich jetzt machen können, sind jetzt nicht hier als Unternehmer, sondern als die Person, die wir hier sind. Und ich glaube, wir haben heute... Wir sind hier als die Person, die wir hier sind. Ja, was für eine Non-Aussage. Wir haben voneinander gelernt. Und ich glaube, dann zurückzugehen und zu sagen, wir wollen die Diskussionskultur um dieses Thema herum sozusagen bereichern, einander zuhören, Verständnis aufbringen, wo kommt diese Person her, mit welcher Geschichte ist sie gerade am Start und das quasi zu reflektieren und aber auch nach außen zu tragen. Ganz egal, ob in Social Media, in unseren Berufen, in den Medizinerkreisen, in den Sportkreisen, das zu thematisieren. Ah. Was sagt ihr? Ja, genau, in den Medizinerkreisen. Können sich die Mediziner bitte ein bisschen mehr so verhalten, dass die Aktivisten auch zufrieden sind? Könnt ihr mal aufhören mit eurer Wissenschaft und sowas? Geht ihr einen Schritt auf das gelbe Feld zu? Mhm. Ja, alle. Finden alle gut so? Ja. Okay, wenn es da keinen Diskussionsbedarf mehr gibt, würde ich sagen, ihr könnt gerne direkt einmal euren Kompromissvorschlag erzählen. Also unser Kompromissvorschlag ist trotzdem an Unternehmen auch gerichtet, weil, wie Tanja vorhin schon gesagt hat, wäre einmal, dass wir das Antidiskriminierungsgesetz erweitern und den Punkt Gewicht hinzufügen. Das ist kein Unternehmen, oder? Ist die Bundesregierung ein Unternehmen? BRD GmbH oder was? Ich glaube nicht, oder? Ich richte mich an die Unternehmen. Grundgesetz. Aber darum, dass man eben auch Unternehmen irgendwie gesetzlich verpflichtet, weil sonst klappt das eben leider nicht, dass wenn sie Kampagnen schalten, Werbekampagnen, diese divers besetzen müssen. Was? What? Alter, wir wollen Gesetze dafür, dass Firmen verpflichtet werden, in Kampagnen dicke Leute mit reinzunehmen? Was? Ja gut, gut.
Das wäre der einfachere Weg. Also die Dicken könnten auch einfach, keine Ahnung, ja, es... Ja, es ist mir, ist jetzt, ich finde, eine Dickenquote ist der Hammer. Wir brauchen eine Dickenquote. Wir brauchen eine Frauenquote, eine Ossi-Quote und eine Dickenquote und noch, keine Ahnung mehr. Oder zumindest. Bei McDonald's wäre es lustig, ja. Ja, gut, dann sehen wenigstens die Leute auf dem Plakat auch so aus wie die Kunden, ne? Eine Quote, auch wenn das Wort negativ belastet ist, aber erfüllen müssen. Okay, was sagt ihr dazu? Würdet ihr einen Schritt aufs grüne Feld zugehen? Alter, das ist doch voll fucking dämlich. Ja, mit der... Ich fände das auch gut, aber eigentlich einfach auch nur, weil ich ein bisschen mehr die Welt brennen sehen will und halt es lustig fände. Aber also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, aber es ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Stellt euch mal vor, ihr müsst bei McFit oder so... Da machen die doch immer diese Plakate von jemandem, der oft da war und der gute Ergebnisse bekommen hat. Ne? Dann ist da so ein muskulöser Typ und eine schlanke Frau, die halt so ein bisschen Muskeln hat. Aber ne, das wäre geil, wenn da noch einer so richtig dick wäre. Also ich fände das geil, wenn bei McFit einfach das neue Plakat so aussehen würde, dass die beiden da drauf sind. Das wäre geil, oder? Hier für die Männer, ihr könnt aussehen wie er und die Frauen, ihr könnt aussehen wie sie. Gibt es schon? Oder gab es schon? Es wäre auf jeden Fall als Vorher-Nachher-Bild. Diversity, lustigerweise ist sie jedes Mal das Vorher-Bild. Ergänzung, dass eben es nicht nur um Körper geht, sondern auch um Hautfarbe, um Behinderung, um alle... Menschen. Also das müssten wir dann ausweiten, weil Diskriminierung wird manchmal so als Floskel benutzt. Und ich glaube, wenn wir dann das alles mit einfügen, dann bin ich dabei. Ja, auf jeden Fall. Okay, das einzufügen? Ja. Okay, dann würdet ihr, dann wird der jetzt angepasst. Ihr geht beide einen Schritt aufs Grünfeld zu. Du, Eva, bleibst stehen. Warum? Ja, ich finde, dass wir hier einen ganz wichtigen Punkt im Gesamten eigentlich auch nicht so angesprochen haben. Es geht irgendwie, finde ich, nicht nur um übergewicht oder untergewichtig, sondern der Druck bei dem Thema Body... Sondern es geht auch um nebengewichtig, nicht nur oben, ne? Es ist ja nicht zweidimensional, das ist ja noch viel mehr. Ne? Positivity hat auch noch viel, viel mehr dahinter. Und das ist auch ein Aspekt, wo ich sage, bei den Unternehmen, ist, ne, wo du sagst, mit übergewichtig. Aber es geht auch darum, dass zig Millionen Filter und sowas verwendet werden. Ne? Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja, die könnten man auch noch verbieten. Oder dass der Körper angepasst wird. Na, manchmal gibt es diese ganzen Ideale ja gar nicht, die da gezeigt werden, sondern das wird ja alles irgendwie so zusammengestellt, wie man halt dann einen Wunschkörper haben möchte. Also ich finde, man muss halt irgendwie gucken, dass so jede Gruppe, die es gibt, und dass man nicht nur auf die Extreme guckt, sondern dass man halt schaut, dass jede Gruppe hinterfragt wird so ein bisschen. Und deswegen stehe ich noch. Ja, und ich finde auch, also man sollte Instagram verbieten einfach. Und dann sollte man bei dem Nachfolger, die sollte man dazu zwingen, dass 10% der Influencer übergewichtig sind, mindestens, vielleicht auch 20. Ich frage mich aber, wer hat denn die Macht zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen? Das sind ja die Unternehmen, die uns Influencer bezahlen. Ja, irgendwelche Milliardäre. Ich fand das richtig seltsam, wie jetzt alle ausgerastet sind. Das habt ihr mitgekriegt, wie alle bei Elon Musk geheult haben und gesagt haben, oh nein, verrückter Milliardär kauft Social Media. Ja, wem gehören denn alle anderen Social Medias? Twitch gehört Jeff Bezos. Ja, Mark Zuckerberg gehört auch irgendwelches Social Media. Der Typ, dem vorher Twitter gehört hat, vor Elon Musk, also das war auch ein Milliardär, also... Was? Diversität mit abbilden wollen oder nicht. Und wir meinen halt nicht nur explizites Thema Gewicht, sondern wirklich echte Diversität. Dazu gehört meiner Diversität. Meinung nach auch eine Beauty-Strecke ohne Filter. Ohne ja, eben. Eine Beauty-Strecke ohne Filter. Keine Ahnung, wo man einfach Menschen zeigt und halt nicht sagt... Hat man ja früher nicht gemacht. Jetzt heißt es halt Filter, früher hieß das Photoshop. War früher ein bisschen umständlicher. Aber Werbeplakate damals, die sind auch bearbeitet worden. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie... Auf einmal gibt es Filter, Bildbearbeitung, jetzt neu. Ich packe jetzt ein bisschen mehr und ein bisschen einfacher. Und trotzdem mit der Unternehmergattin in der Villa arbeitet, sondern dass man da echte Menschen sieht. Ja, das fehlt. Und das ist halt, also ich denke, das sollte impliziert auch unser Vorschlag. Okay, so habe ich das aber nicht verstanden. Deswegen habe ich das so geäußert. Ich muss gestehen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ich versuche eigentlich, die Menschen zu inspirieren, halt gesünder zu sein, dass sie gar nicht erst krank werden. Und ich möchte auch zeigen, wie geil einfach Gesundheit ist. Ich glaube, das habe ich heute einfach nicht so richtig hingekriegt. Und im Prinzip ist auch so ein bisschen das passiert, was ich befürchtet habe. Ich glaube, internales Fettshaming oder so wird mir vorgeworfen. Internalisierte Fettfeindlichkeit.
geworfen. Das finde ich dann so ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil ich versuche, faktenbasiert zu arbeiten. Aber ich will natürlich überhaupt keinen Menschen irgendwie verletzen oder so. Und das es sieht halt einfach aus wie Schwurbler gegen Wissenschaft, oder? Nur, dass es jetzt halt irgendwie ein bisschen angesehenere Schwurbler sind. Aber die erzählen halt teilweise irgendeinen Unfug. Dann kommt jemand daher und sagt, ey, ich habe hier eine Statistik. Und die sagen, ja, fick dich mit deiner Statistik. Ich glaube lieber, was irgendein komischer Blogger erzählt hat. Ja, wow. Das ist genauso, als würdest du sagen, ja, Politikwissenschaftler, mir doch egal, ich glaube lieber Ken Jebsen. Also da kannst du, das ist ja nicht so weit auseinander, ne? Das macht mich so ein bisschen traurig. Also was passieren muss, ist, dass Menschen wie wir zwei jetzt eigentlich noch irgendwie was trinken gehen oder so und weitersprechen. Weil ich glaube, das ist genau der Punkt, wo die Gesellschaft steht, dass es eben Menschen gibt, die, sage ich jetzt mal, eine positive Intention haben. Ja? Also die wollen Fitness promoten, Gesundheit promoten, was grundsätzlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja nicht per se schlecht ist, auf keinen Fall. Ja. Es gibt aber trotzdem Probleme, über die wir reden müssen. Also ich finde auf jeden Fall, wichtig ist, dass wir generell auf unsere Sprache achten. Das ist irgendwie, finde ich, ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, kam jetzt auch in der Diskussion ein paar Mal vor, weil man nie weiß, was löst es bei der anderen Person aus. Und gleichzeitig, dass man halt alle wirklich... Ich finde, es sollten mehr Leute so ein Schweigegelübde an sich einfach haben, weil dann tut man auch keinem weh, wenn man nicht redet. Den anderen auch zuhören und außerhalb von unserer, wir haben ja immer von der Bubble gesprochen, von unserer Bubble irgendwie denken und uns irgendwie auch mit anderen Menschen umgeben. Ja, und ich wünsche mir auch, dass die Leute, die das zu Hause vielleicht sehen, auch aus dem Format auch profitieren können und vielleicht ihre eigenen Denksätze nochmal überdenken können und vielleicht nochmal überlegen, warum sie sich auf der Seite vielleicht positioniert hätten und vielleicht dann sogar wechseln würden. Und für mich selbst wünsche ich mir natürlich... Ja, ihr würdet doch alle wechseln, ihr würdet da 5-1 machen eigentlich. Ja, als behinderte Person, dass eben behinderte Menschen mehr sichtbar sind medial. Ich glaube, was gerade durch die Diskussion nochmal klar geworden ist und was natürlich auch auf der Hand liegt, ist, wir alle sind diese Bewegung. Wir formen diese Bewegung und deswegen... Wir alle sind diese Bewegung. Kann jeder von uns und jede von uns mitentscheiden, wer sichtbar gemacht wird und wer nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Diskurs weiterführen und das könnt ihr natürlich gerne machen in den Kommentaren oder in Zukunft weiterhin auf diesem Account zum Beispiel. Ihr könnt mir auch einen Kommentar schreiben oder jetzt in den Chat. Also ich fand eigentlich den Arzt und die eben neben ihm stand, als Einzige ein bisschen sympathisch. Und diese Eva hat halt aber auch nicht so viel gesagt. Die hat sich halt nur erzählen lassen, dass sie hübsch ist. Aber sonst, also besonders die in dem grünen Outfit, ne, die war ja echt schon ganz schön drüber. Also die, das halt so im gleichen Feld gegeneinander mehr gekämpft wurde als zwischen den Feldern, ist auch ein bisschen seltsam, oder? Hier folgt bei Unbubble, da freuen wir uns sehr okay. drüber. Hier oben gibt es ein weiteres Video von 13 Fragen. Also ich fand ja die Gästeauswahl und die Moderation wurde ganz schön verkackt. Ne? Ja, aber sonst... Ich glaube, es kommt auch nicht so gut an wie die anderen Folgen, ne? Was ist denn hier, was wird denn hier drunter geschrieben? Das ist ja nicht auszuhalten. Da stellt sich jemand hin und versucht zu sagen, dass es gesundheitlich, sowohl körperlich als auch psychisch nicht förderlich ist, übergewichtig zu sein. Und er wird dafür der Diskriminierung angeschuldigt. Wo ist eine normale Debattenkultur mit Fakten geblieben, Unbubble? Guter Kommentar. Es kam mir ziemlich so vor, ja. Ah, okay, den gibt's hier auch. Der hat hier auch einen eigenen Kanal. Doc Felix. Ey, der hat einfach nur 23 Abonnenten, aber hat einen Verified-Haken. Warum hab ich keinen? Der ist aber nicht bei Funk oder so, ne? Wo hat der den denn her? Alter, der hat eigentlich dachte ich, kriegt man die ab 100.000. Okay, hier ist er relativ groß, okay. Und TikTok wahrscheinlich auch, ne? Oh, aber TikTok und bei Instagram ist der ziemlich groß. Vielleicht kann man dann deswegen damit irgendwie den Leuten das sagen. Aber es ist halt echt Dr. Mike, oder? Also das ist, ich glaube, es ist könnte sein Vorbild sein, oder? Wenn man jetzt hier mal reinguckt. So, das... Also die Thumbnails sind noch so ein bisschen anders. Ne, aber ey, die sehen sich halt nicht nur ähnlich, sondern die machen auch ein bisschen ähnlichen Content, ne? Aber naja, gut. Wer bringt da einem hier Sachen bei? Macht TikTok dumm. Ja.
Ach, der hat erst vor kurzem angefangen. Nee, vor 2 Jahren, aber der hat nicht so viel hochgeladen, ne? Wir kommen auf meinem Channel, dann hat er hier so ein Brot gemacht und dann war erstmal Pause oder nachträglich rausgenommen. Aber, okay. Naja, gut. Ich finde jetzt hier war das irgendwie nicht so ausgewogen. Leider habe ich in der Diskussion gemerkt, dass ich mich in einem Dilemma befinde. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Als Arzt möchte ich empathisch sein und den Menschen helfen, gesund zu werden oder zu bleiben. Aber ja, dann schreien die halt. Verhalten sich halt alle wie fucking kleine Babys aktuell. Aber hat man ja oft, ne? Sieht man ja an jeder Ecke. Dass jemand kommt und der sagt was, was irgendwie nicht so gut ankommt und die Leute gehen direkt in ihren Schutzmodus und machen nein, und dann heulen die und schreien und machen Hashtags und ne, plären euch die Ohren voll. Sieht man ja an jeder Ecke eigentlich. Sobald irgendwie eine gesellschaftliche Veränderung kommt oder jemand euch irgendwas mitteilt, was euch nicht gefällt, ne, da gibt es ja regelmäßig irgendwelche Leute, die am Heulen und am Plären und am Beleidigen sind und ja gut, haben wir ja jetzt hier wieder gehabt, ne? Ach, tolle Folge. Naja, vielleicht wird die nächste ja wieder gut. Ich bin erstmal raus. Tschüss.